Das ist also hier dieser Bewusstwerdungsprozess geht einher auch mit dem Vergessen. Ja. Das, weil das reine Bewusstsein ja keine Identifikation mehr hat mit irgendeinem bestimmten Gedanken, wo du sagst, das bin ich. Es hat sich komplett aufgelöst, dass du das Gefühl hast, dass du irgendetwas, was du denkst, nicht bist. Ja. Und das ist eigentlich dieser, das klingt jetzt sehr widersprüchlich, aber ich sage, wenn du bewusst Geist bist, rot geschrieben, ist dir klar, dass du all deine Gedankenwellen bist, alle, die in dir auftauchen, aber keine dieser Wellen bist. Das Ja. ist jetzt dieser Widerspruch, wo du mit materialistischer Logik nicht verstehen kannst, wo aber so einfach zu verstehen ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich bin ein träumender Geist. Ja. Dann bin ich jegliche Information, die in mir auftaucht, ich bin aber keine dieser existierenden Informationen. Das ist das Ja. Beispiel mit der Gnede und der Form. Ja. Egal welche Form ich der Gnede gebe, dann ist es meine Form, meine Information. Ja, Aber ja. die Gnede ist nicht die Form. Nein. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Das Naja. ist ein riesengroßer Schlüssel. Aber man muss das immer wieder durchdenken. Darum ist das rot geschriebene, dass man das wirklich versteht, wenn ich sage rot. Ich sage immer, wenn wir uns jetzt was rot denken, ist es eigentlich schon wieder blau, weil dann ist das rot geschriebene Information. Ja, genau. Es kann gewusst werden, es kann aber nur vom Geist gewusst werden. Genau, so ist es ja. Und dann wird sich immer mehr diese Gewissheit in einem aufbauen, dass ich eigentlich das einzige konstante Parameter bin. Das ist jetzt immer wieder, wo ich immer wieder wiederhole in den Physikbüchern, diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. 200 Gramm rote Gnede bleiben 200 Gramm rote Gnede. Und das Ja. Rot steht für den Adam. Du bist immer Oder? derselbe Adam, derselbe träumende Geist. Ja. Aber die zwei Hälften, jetzt ausgedachterweise bewusst, ist eben Gedenken, GE-Quadrat, Denken und Ausgedachtes, Sine Ausgedachtes, ja. Corpora. Ja. Darum hast du es ja auch, der unterirdische Gang und das Loch. Und Loch ist wieder die Lebensfrische. Lebensfrische Lach. Doch. Ist ganz simpel. Und jetzt kann man Ja. ganz einfach, immer wenn du eine Welle aufspannst, muss dir klar sein, die eine Seite gibt es nicht ohne die andere. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, gibt es eigentlich einen Traum ohne einen Denker? Das ist natürlich jetzt ein ausgedachter Denker. Aber Genau. gibt es einen träumenden Geist, wenn kein Traum da ist? Du Ja. merkst, wenn ich die eine Seite wegnehme, ist die andere auch weg. Auch weg, alles weg, ja. Sobald ich nicht mehr an Gesundheit denke, gibt es auch keine Krankheit. Keine Krankheit. Ja. Und dann wird dann irgendwann einmal bewusst, immer wieder das Spiel, egal was, sobald ich mir was vorstelle, muss ein hinter mir geben. Sobald ich mir was nach oben denke, ist ein unten da. Das sind so ganz simple Sätze, die müssen wirklich verstanden werden. Ja. Und Genau. dann kristallisiert sich eigentlich schon wieder heraus, dass ich immer die Mitte bin, der Mittelpunkt. Genau. Also ich, auch hier kann ich wieder bloß sagen, das ist kein religiöses oder esoterisches Geschwätz. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ewige Weisheit. Das ist die Weisheit als Ding an sich. Und das kann eben nur wirklich vom Geist verstanden werden. Es ist ein mühseliges Unterfangen, an von dir gedachten Gedanken zu erklären, dass es ein Gedanke ist, den du jetzt denkst. Das gilt für alles, was du dir denkst. Ob du jetzt an einen Menschen denkst, ob du an Gott denkst. Ja. Es ist einfach nur ein Gedanke, eine Information, die du zu sehen bekommst, die in dir auftaucht, was an dir selber, an der Gnede nichts verändert. Jetzt ist natürlich, sobald wir uns die Gnede wieder denken, ist die auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja, sofort. Man kriegt wirklich ein Gefühl für das, was man ist. Und damit löst sich dann auch jegliche Form von Angst auf. Das ist es. Das ist ein Geschenk. Und dann kommt die große Überraschung, dass ich sage, irgendwann, dann ist das eigentlich durch, sage ich, das Leben, das, was in dem Leben zu lernen ist. Und dann kann man sich überraschen lassen von was vollkommen Neuem. Und das vollkommen Neue ist eben in keinster Weise jetzt für die momentane Logik vorstellbar. Das ist meine Metapher mit den Betriebssystemen. Du Ja. kannst, wenn wir jetzt einen Basic-Geist nehmen als Betriebssystem, den kannst du in keinster Weise erklären, was Windows-Strukturen sind.
Es kann erahnt werden. Da habe ich eine schöne Metapher in Du bist ich am Anfang mit einem Blinden, der von Geburt an blind ist. Ich muss immer in Bildern zu dir reden. Der jetzt eine ganz normale Erziehung hat, denk an unseren Stefan Fuß, der von Geburt an blind war. Wenn du den gesehen hast, das ist dir nicht einmal aufgefallen. Na. Vom ganzen Wesen, wenn er seine Brille aufgehabt hat, man sieht ja immer an den Augen, an den Brillen, dass die ins Leere schauen. Jetzt rede ich einmal normal, ja, von Mensch zu Mensch. Aber der war im ganzen Wesen, in Unterhaltung, der ist spazieren gegangen, da hättest du das überhaupt nicht gemerkt, dass der blind ist. Ja. Und ich sage dann immer wieder, der hat eine ganz normale Bildung gehabt, physikalische Bildung mit Frequenzen. Und in Du bist dich am Anfang ist ja dieses schöne Beispiel, wie erklärst du am Blinden, was Farben sind? Und dann kann ich sagen, du hast jetzt einen gewissen Frequenzbereich, den du hörst, von den tiefen Tönen bis zu den Höhen, sagen wir mal bis 15.000, 16.000 Hertz, man sagt immer normal bis 20.000 Hertz. Und dann geht es immer im Prinzip höher. Das gleitet aus deiner Wahrnehmung akustisch heraus und es wird dann immer enger und irgendwann, so wie du jetzt Klangfarben hast, wird es dann in einer höheren Konzentration zu Seefarben. Dann kriegst du eben dieses Farbenspiel von Seefarben. Und dann hast du dem Blinden, der jetzt ein intellektuelles Wissen hat, eine Vorstellung gegeben, was Farben sind. Es sind praktisch diese Sehfarben, sind im Prinzip nichts anderes wie die Klangfarben, wie die Tonhöhen. Es sind andere Frequenzen, die anders in Erscheinung treten. Was du jetzt als Tonhöhe empfindest, ist dann eben sehbar. Ja. Dann hast du ihm ein arithmetisches, physikalisches Prinzip gegeben, dass er eine ganz grobe Vorstellung hat, aber deswegen sieht er trotzdem keine Farben. Ja, er kann sie erahnen. Wie ist die Welt? Er kann das nur, ich weiß, wenn du mit dem Stefan spazieren gegangen bist, normal gesprochen, der zum Beispiel gesagt, die Sonne scheint, obwohl der da nichts gesehen hat, er hat nur gemerkt an der Hautoberfläche, dass es warm ist, er hat sofort gemerkt, ob der Himmel bewölkt ist oder aber nicht bewölkt ist. Ja. Als Gefühl, nicht irgendwie als ein optische Information. Ja. Aber selbst das denken wir uns jetzt alles aus. Genau. Das ist eben das Verrückte, weil wir jetzt schon wieder einen Gedanken gewisses Wissen zusprechen. Ja. Jetzt, du machst schon wieder Kiste. Ja, ja. Du sprichst schon wieder einem Menschen, ich benutze das Wort Mensch, eine gewisse Art von Information, die er wahrnehmen kann oder nicht wahrnehmen kann. Ja. So ist ja. Wie erkläre ich einen, der von Geburt an, den wir uns jetzt ausdenken, taub ist, was Töne sind? Haben wir ja auch die Situation. Ja. Aber du wirst merken, es bleibt alles nur deine Informationen. Ein ständiger Wechsel von Informationen, mehr ist es nicht. Genau. Ja. Das ist das, wo ich sage, es macht dich zuerst einmal vollkommen all ein. Ja. Einen einzigen Satz wirklich verstanden haben, akzeptieren. Einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Niemals irgendeine Information, irgendeine Existenz, die in dir auftaucht. Ja. Darum ist eben die Kommunikation hier jetzt bei Holofeeling, bezieht sich nur als eine reine geistliche Kommunikation. Von Geist zu Geist. Ja. Und es ist die Sache mit den Geistesfunken, dass eigentlich diese Vielfalt, dieser Satz, alles, was du einen anderen tust, tust du mir. All die anderen Charaktere sind immer dasselbe Ich, ist immer derselbe Geist. Ja. Es gibt nur einen einzigen träumenden Geist, der träumen kann. Aber was Unterschiede gibt, wenn ich jetzt auch dieser Geist ist der Computer, der nur seine eigenen Informationen anschaut, was der Unterschied ist, sind die Programme. Das sind die unterschiedlichen Leben. Erlebt man die aber nur von Gott. Nenn es Gott, nenn es Geist, nenn es Energie, nenn es Licht rot geschrieben. Ja. Das ist die erste Differenzierung, die in dir auftritt. Und darum gilt dann auch, was du an anderen tust, tust du dir selber. Im Positiven, im Negativen. Ja. Und da wird dir dann immer mehr bewusst, es geht hier nicht um Wissen, diese Rechthaberei, diese Endzeit, diese Sodom und Gomorra, das du zurzeit träumst. Da läuft auch nichts verkehrt. Ich relativiere das ja schon so extrem, wenn ich sage, das ist jetzt eine Führerscheinprüfungsbogenraumwelt. Ja, ja. Man kann das nicht oft genug hören. Muss ich dir das jetzt sagen in einer anderen Ebene, dass ich sage, jetzt die letzten 20, über 20 Jahre, wo du dich damit beschäftigst, dass auch wirklich das große Verstehen nichts zu tun hat mit intellektuellem Wissen. Das ist einfach ein Ja. Genau.
dass man dann wirklich in einem gewissen Maß selbst über sich, über das, was man ein Leben lang zu sein geglaubt hat, entsetzt ist. Dass das eigentlich Beeindruckende ist, nicht diese komplexe Arithmetik im Hintergrund, wenn man die Holo-Arithmetik anschaut, das ist sehr bewundernswert, sondern diese ganz, ganz einfache Erkenntnis, was ich selbst bin. Ja, genau. So ist es. Die Kleinsten werden die Größten sein. Und alles, was hier eine große Rolle spielt in deinem Leben, das sind vergängliche Erscheinungen, einfach nur Existenzen. Ja. Man merkt, wie man selektiv ist. Ja. Auf die Familie. Und jetzt erst machen diese Jesus-Sprüche ihren Sinn. Deine größten Feinde sind deine Hausgenossen. Das heißt nicht unbedingt, dass die böse sein müssen, sondern es ist ein winziger Bereich, wo du festhältst, wo du meinst, du gehörst dazu. Du rechnest dich in einem gewissen Maß mit dieser Logik einen gewissen Verbund von Menschen hinzu, ob das jetzt die Familie oder das Volk ist, was nur vergängliche Erscheinungen sind. Ja. Und da gehörst du nicht dazu, du gehörst zu denen, die ewig sind. Du gehörst zu meinem Volk. Und nicht zu vergänglichen Erscheinungen. So ist es. Die blaue Liebe, wie ich das immer wieder nenne, das ist nichts Verkehrtes, aber sie ist selektiv. Das ist immer wieder so eine Sache. Die wirkliche Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Und du kannst dir erst was lieben, wenn du das hast. Ja. Das schöne Wort schon wieder im Deutschen mit Hassen und Haben. Doppel-S, scharfes S. Better. Ja. Um etwas jetzt innerhalb dieser Existenz lieben zu können, muss ich mir jetzt erst einmal was ausdenken. Aus unserer großen Einheit was herausdenken, vor mich hinstellen und erst dann ist ein Objekt da, ein ausgedachtes Objekt, das ich erschaffen habe, das ich lieben kann. Wenn ich es nicht denke, ist es eins mit mir. Genau. Ja. Und dann passiert meistens die Vergessenheit, weil wenn ich was lieben will, selektiv betrachtet, entsteht im selben Moment das Gegenteil von dem Objekt, das ich nenne. Weil ich sage, ich liebe das. Aber dieses Ich, das ich mir jetzt ausdenke, das speziell dieses Objekt liebt, und dann sind andere Objekte, die mir entweder gleichgültig sind oder die ich dann ins Gegenteil gehoben sogar hasse, nicht liebe, auch habe. Jetzt haben wir wieder, du kannst keinen Berg aufschmeißen, ohne einen Berg zu erzeugen. Ja. Es ist nicht möglich, den Gedanken Gesundheit zu denken, ohne im selben Moment Krankheit zu erzeugen. Die schöne Sache mit dem Lärm und mit der Stille. Ist jetzt schön still. Das ist hochinteressant. Was hörst du dann eigentlich? Nichts. Nichts, genau. Aber dieses Nichts, wo wir jetzt Stille nennen, erzeugt im selben Moment einen Lärm, aber da der ja jetzt nicht da zu sein scheint, denken wir uns den räumlich oder zeitlich woanders hin. Wenn wir den denken, aber das machen wir ja meistens nicht, wenn wir sagen, es ist jetzt schön still. Ja. Das muss man wirklich einmal sich erheben über die, jetzt hast du mal über diese ersten zwei Seiten. Seiten, ja. Und wie gesagt, dann kommt dann irgendwann, dass man merkt, hey, das müssen ja 16 sein, die man schön nachvollziehen kann. Aber wo 16 sind, sind dann automatisch nochmal 16. Und dann wirst du merken, das ist auch die Entwicklung jetzt von dem Computer, von dir selbst. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit. Wir sind zurzeit in der 64. Die 64-Bit. Ja. Was übrigens ganz nebenbei, wenn wir immer wieder das Spiel machen, dass wir das reduzieren, die 64 in der Quersumme gehen 10, das ist die Ebene des kleinen Gottes. Jetzt kommst du in die rote 10. Ja. Die nächste Stufe ist dann zwangsläufig 128. Und wenn du dir das anschaust, kommst du in die 11. Ja, genau. Ins Ei, in den Schöpfergott. Weil das rote Ich, die 64 Quersumme 10, ist ja erst ein kleiner Gott. Dann wirst du der wirkliche Schöpfergott. Ich könnte jetzt so ein bisschen dann erst die 128 betrechnen. Und ich bin immer noch innerhalb deiner Basic-Logik. Ja. Für mich ist auch immer wieder, wenn ich sage, das, was ich erkläre, ist das, was ist, mit einem gewissen arithmetischen Hintergrund. Und das ist kein Science-Fiction. Die ganzen Vorstellungen von Science Fiction sind immer noch unbewusst raumzeitlich logisch gedacht, mit Vergangenheit und Zukunft. Genau. Darum ist das Allererste, was man sich ganz massiv einprägen muss, das was ist, was existiert, existiert hier und jetzt in meinem roten Kopf. Ja.
Das muss permanent installiert sein. Das heißt, dieses Wissen ist keine Existenz. Es muss ganz, das ist die eigentliche Grundlage von einem träumenden Geist. Ja. Diese wirkliche Erkenntnis, alles, was jetzt in einem ständigen Wechsel ist, ich bin eigentlich in einem gewissen Maß ein Kino. Das kommt von der Kinetik. Aber das Kien ist der Kein. Und darum nennt sich der unstet und flüchtig. Ja. Das sind zwei Arten, dieses unstet und flüchtig im Hebräischen in der Übersetzung, aber da müssen wir jetzt nicht wieder in der Dora gehen, das ist wirklich das Grundprogramm. Ja. Und solange du hoffst, dass deine Traumwelt besser wird, wenn sich die Menschen um dich herum verändern, es ist Selbstentmachtung, die Menschen um dich herum werden sich verändern, wenn du dich veränderst. Ja, genau. Es ist immer mein uraltes Beispiel mit dem Spiegel. Jegliche Form von Hoffnung, dass sich ein Spiegelbild verändert, wenn du vor dem Spiegel stehst, dass der Spiegel sich verändert, ohne dass du was machst. Du musst lächeln, dann wird er lächeln. Ja. Aber jetzt kommt dann die nächste Erkenntnis, dass du nicht vorm Spiegel stehst und es hinter dem Spiegel beides. Das ist es wichtig. Der Leib selber. Genau. Der Kopf des Schöpfergottes, in dem sich das Ganze abspielt. Ja. Ich habe hier die Skalarfelder ganz kurz angesprochen in dem Gespräch. Das war relativ wirr in dem letzten Selbstgespräch. Ich weiß, aber es ist einfach, ich sehe was und dann ist ein Gedanke, den ich, um dir den einzutröpfeln, müsste ich 2-3 Stunden mindestens mich beschäftigen mit einem Wort, dass du es wirklich verstehst. Darum fahre ich dann einfach drüber und gehe wieder in die einfachen Sätze rein. Weil die kann diese einfachen Sätze, die ich permanent wiederhole, kann wirklich, jetzt wieder normal gesprochen, jeder 13-Jährige verstehen, wenn er das akzeptiert. Das hat nichts zu tun mit Intellekt. Dieses intellektuelle Wissen ist die Falle, die einseitige geistige Ernährung. Dein Schwamminhalt zwingt dich immer in Einseitigkeiten, dieses Gefühl zu den Guten zu gehören. Ja. Das richtige Denken zu haben. Die muss eins klar sein, egal welchen Schwamminhalt, mit welchem Intellekt du zum Denken benutzt. Ich könnte jetzt sagen, egal welches Programm in dir läuft, welches Betriebssystem sogar. Ja. Diese Logik wird dir logisch erscheinen. Und zwangsläufig die dementsprechenden Vorstellungen von richtig und verkehrt. Genau. Aber das ist austauschbar. Das heißt, wenn eine demonstrieren, politisch her gesehen, mit rechten Gedankengut, die haben vollkommen, wenn diese Logik in dir läuft, hast du vollkommen das Gefühl, dass das richtig ist und logisch ist, was du glaubst. Aber wenn du linkes Gedankengut in dir trägst, ist es dasselbe in grün. Ja, ja. Und irgendwann wirst du akzeptieren, wenn du in eine reine, wertfreie Beobachtung kommst, dass du erst dann kannst du lernen, verstehen, um was es eigentlich geht. Dass ich immer wieder sage, dass es nur Siri sind. Programmiere kleine Computer. Ich sage immer wieder, Computer in Computer. Ja. Untersysteme, KIs. Logische Denksysteme, die aber letzten Endes aus dir selbst, aus uns entspringen. Ja. Aus diesem absoluten Mittelpunkt. Nehme alle Schuld auf mich. Ich bin dafür verantwortlich, ich denke es ja. Aber jetzt ist das Schöne, dass ich dann immer dieser kleine Trick, dass ich mich jetzt, sagst du mal, zu einem träumenden Geist mache, werde damit automatisch zum ersten, ausgedachten Ersten und dann erkenne ich als träumender Geist, kann ich mir das nicht raussuchen, was ich träume. Ja. Und da wir eine Matrix haben, im Lateinischen eine Gebärmutter, auch wieder ein altes Beispiel. Dir muss eins klar sein, egal was in einer Matrix heranwächst, es kann sich nicht raussuchen, was für ein Wesen es wird. In einer Matrix wachsen zuerst einmal Säugetiere heran. Ja. Ich nenne das jetzt einmal Säugetiere. Aber kann sich dieses kleine Tier, das in dieser Säugetiermatrix heranwächst, raussuchen, ob es ein Affe wird, ein Schimpanse, Orang-Utan? Nein. Ein Homo sapiens ist auch nur ein Primat, eine Kuh, eine Gazelle, egal was, sind alles diese Arten, diese Wesen, sind übrigens auch alles symbolische Bilder. Ja. Ich kann da übrigens gleich einmal darauf mit eingehen, dass selbst diese Struktur der Entwicklung in der Matrix absolut gesteuert wird von unserem Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Das hängt in dieser Formel
Wenn man jetzt den Nödling studiert, der ist natürlich in sich komplex, dass du hier feststellen wirst, dass da nicht nur die Planeten, dieses ausgedachte Sonnensystem rausgeneriert wird, diese Planeten, die ja auch dann wieder Merkur, Venus, Erde, auch wieder nur über die Sprache symbolische Bilder sind, sondern dass das sogar die Tragezeiten der Säugetiere mit sich berechnet. Ob du es mit einem Kamel zu tun hast, mit einem Kuh zu tun hast, mit einem Menschen zu tun hast, die haben nämlich unterschiedliche Tragezeiten. Beim Menschen ist ja das Eigenartige, dass wir hier unsere 273,15 Pünktchen, Pünktchen, Tage. 1,273,2, das ja zu tun hat hier mit unserem Einheitskreis in dem Quadratdreieck, wo auch unsere Erde, das Bild, wo ich reingemacht habe, das letzte, Erde, Mond aneinander gelegt, dass dieser Zahlenwert, die Umlaufzeiten, das baut ja auf diesen, ich sage jetzt einmal Pi durch 27 auf, also Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3, ist es definitiv Pi Quadrat durch 27, Entschuldigung, so rum, dass genau dieser kleine Zahlenwert, wenn man das auffächert, das musst du jetzt nicht wissen, dass hier auch von den Säugetieren, die du dir ausdenkst, die Tragezeichen. Der Mensch hat dann komischerweise genau diese, was unser Planetensystem, Entschuldigung, wie sich das aufbaut, arithmetisch, ganz simpel. Die Säugetiere, die du dir ausdenkst, die Tragezeiten errechnen sich aus derselben Formel. Jetzt könnte ich wieder normal, der Nödling, wenn du jetzt in eine Wissenschaftsgeschichte gehst, das Buch ist fast vollkommen im Internet, sowas für unbekannt, das wird überhaupt nicht aufgegriffen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, den ich in dir auftauchen lasse. Ja, danke. Wir können da ganz kurz einmal, wir nehmen uns mal die Zeit, ich schaue mal ganz auf die schnelle kleinen Moment, ob ich das finde. Es kann sein, ich schaue mal, dass ich es schneller finde, meine Riesendateien. Ich muss immer wenn länger suchen. Es kann sein, dass ich den noch nicht gleich stoppe, dass er da mit drin ist. Ergänzung zum Nicht-Leibzeit des Menschen. Kann nicht geöffnet werden, den habe ich verschoben. Pi, Cheops-Pyramide. Dann muss ich das anders machen. Dann gehen wir dahin, dann mache ich das so. Eigene E-Books. So, machen wir es einfach so. So, jetzt auch. Ich tue mal das übertragen. Hast du das Bild? Da ist in der schönen Tabelle 1921. Jetzt immer dran denken, ich rede jetzt nicht, dass irgend hier 1921 irgendwo ein Buch erschienen ist. Wir denken uns das alles wieder aus. Du hast jetzt einfach ein Bild, was ist hier und jetzt da. Und wenn man das jetzt lesen tut, wenn du jetzt das Vorwort lesen tust, entstehen natürlich wieder Vorstellungen, dass hier in Australien von 1915 bis 1990 in der Kriegsgefangenschaft hat er das Buch geschrieben. Da hat er also hier in der Bibliothek ein Buch von Eidgrich, das ist so, und dann hat er angefangen, hier einfach zu spielen, Inspiration. Immer dran denken, was du denkst, denkst das da mal du. Du denkst dir jetzt aufgrund dieser Worte wieder jemanden aus, der das und das erlebt hat. Und das machen die Worte. Im Anfang war das Wort. Wir fahren jetzt da mal ein bisschen rein. Das kriege ich mal so fast überhaupt nicht. Ich habe zwei Exemplare davon. Jetzt rede ich nochmal raumzeitlich. Die könnte ich dir auf der VR-Brille zeigen. Zwei Exemplare im Original.
Eins ist sehr, sehr zerfleddert, eins habe ich etwas besser, das ist auch zerfleddert, aber wir haben ja hier wieder dieses Faksimile normal gedacht. Und das ist jetzt hier zuerst einmal, wenn man das durchgeht, der Nödling ist ja bei uns im Holofeeling-Ordner mit drin, wenn einer Spaß hat, man muss sich reinlesen, man muss sich wie in allen Schriften damit auseinandersetzen und da gibt es ja kein Taschenrechner, gibt es ja Taschenrechner oder irgendwas. In der Kriegsgefangenschaft, die wir uns jetzt denken, hat er anfangt all das ganze Zeug hier, einfach ihnen fällt was ein, aufbauen über Pyramidenmaße, was man natürlich hier schon sieht, nach dem Komma stellen und dann hat er einfach arithmetische Spielereien betrieben. Ja. Yeah. Und wenn man Zeit, du hast so ewig Zeit, ich kann dir jetzt als Udo sagen, wenn ich was mache, wenn du weißt, dass du unendlich viel Zeit hast und es taucht in dir auf, dann kannst du das nachrechnen. Ja. Yeah. Und ich habe das Ding komplett nachgerechnet, jede einzelne Berechnung, das ist eine Grundvoraussetzung, da hast du natürlich, wenn du kein Interesse hast, dann wird es nie passieren. Ob das auch stimmt, dann wirst du immer wieder einige kleine Rechenfehler, Baustellen nach dem Komma finden, weil er sich verrechnet hat, was ja logisch ist, wenn man solche Sachen mit der Hand rechnen muss, ohne einen Taschenrechner. Ja. Wie könnte dann natürlich das in einen Taschenrechner jetzt einhämmern? Ja. Aber das ist ja sekundär, diese kleinen Schreibfehler, die auftreten können. Ja. Was hier wichtig ist, es baut sich hier zuerst einmal mit Zoll und Ellen auf und das sind so in dem alten Buch, wo ihr habt, vor Eid, wo Pyramidenmaße nur das Verhältnis angegeben werden von den Sarkophag. Und dann kommen wir dann irgendwann einmal hier, das ist diese eigenartige Schreibweise, was jetzt wichtig ist. Und da muss, das muss dir natürlich immer alles einfallen. Darum sage ich, die eigentliche Quelle von Wissen ist in dir drin. Ja. Und wenn ich da kein Interesse dran habe, wird das nie in dir auftauchen. Und das sind dann die Größenverhältnisse der Cheops-Pyramide, das ist diese kosmische Oktave. Schau, du kriegst jetzt da schon langsam... es ist sehr zerdacht, die Bilder. Auch hier wird übrigens der Fehler gemacht, schauen, was wir da jetzt schon haben. Was jetzt der Witz ist, man denkt sich die Pyramide vierseitig aus. Aha. Das spiegelt sich dann hier hoch über die Kanten. Aber da musst du wissen, das ist schon mal ein erster Fehler. Siehst du, das spiegelt sich dann hier, zack, 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 geht es nach innen. Weil für ihn, den ich mir jetzt denke, den denke ich mir so, dass wenn er an eine Pyramide denkt, denkt er zuerst einmal an die vier Seiten. Ja. Und jetzt kriegen wir schon den Magen David. Siehst du das? Ja, ja. Sofort. In der Seitenansicht. Genau. Ja. Siehst du, und jetzt spiegelt sich das rein. Aber was jetzt hier der Fehler ist, dass man das immer die Pyramide, was ich ja, wenn ich die jetzt oben und unten eine zusammenstellen würde, dann wäre das ja Oktaeder. Ja. Aber ich mache mal ganz, ganz kurz nochmal, da habe ich schon darauf hingewiesen. Da will ich hin. Mhm. Letzten Selbstgespräch, Tetraeder auf Wikipedia. Da ist jetzt das Prinzip schon drin, aber mit einem Tetraeder. Mhm. Aber wie das zu Achtecken kommt, das siehst du, wenn du hier hinschaust. Schau. Jetzt kriegst du die Pyramide. Aber wir müssen über die Diagonalen arbeiten. Mhm. Das ist schon wieder ein Untersystem, das dann draus entspringt. Das ist eine Falle. Die Vollkommenheit sieht ja so aus. Da denken wir uns dann schon wieder was rein. Weil wir ja immer die drei Seiten, das ist unser schöne bei dem Wort 3, immer an das Delta denken. Mhm. Dass die 4 und die 3 so korrespondieren. Darum ist es auch 3 Quadrat mal 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Mhm. Das ist diese 3, 4, ohne da ins Detail zu gehen. Mhm. Dann entspringt hier, ich habe leider die Tabelle, da sieht man es jetzt ein bisschen, da haben wir dieses Pi Quadrat, 3 minus 3, das ist die Nulllinie und baut sich hier ein arithmetisches System auf. Und das System ist nicht nur die Wurzel aller Werte, die Physiker, die du in den Physikbüchern findest, was unser Planetensystem anbelangt. Ja. Sonne, Merkur, Venus, und zwar Planetenabstände, Umlaufzeiten, Durchmesser der Planeten, errechnet sich nur aus dieser kleinen Formel. Das kann man probieren. Das ist übrigens der Witz zwischen der Quantenmechanik und Einstein. Man sagt immer wieder, das Große und das Kleine, habe ich so oft gesagt, man denkt sich ja das Universum vor, dass da Sonnen sind, wo Planeten drumherum kreisen. Und das Superkleine denkt man sich,
Atomkerne, wo Elektronen drumherum kreisen. Ja. Und du wirst jetzt feststellen, dass das nur gespiegelt aus diesem System entspringt. Das heißt, das sind erst einmal hier die Umlaufzeiten. Immer dran denken: 1915 in einem Gefangenenlager in Australien rein durch Zufälle, durch die Erde, die Venus und so weiter, die Umlaufzeiten, das ist diese kosmische Oktave. Ich gehe da kurz drauf ein. Ja. Und was du nie vergessen darfst, du denkst dir das jetzt aus und das Wissen kommt aus dir und nicht aus einer ausgedachten Vergangenheit. Du Ja. musst dich davon lösen, von dem Wahn zu glauben, dass etwas, was du jetzt denkst, was du dir zuerst einmal durch dieses Denken hier und jetzt als Information in dir erschaffst und dir aufgrund deines falschen, fehlerhaften Glaubens jetzt unbewusst in die Vergangenheit denkst, dass das in der Vergangenheit einer entdeckt hat oder dass das in der Vergangenheit passiert ist, dass du mit dem Zeug nichts zu tun hast, dass du ja letztendlich jetzt denkst. Ich bin die Quelle. Du bist die Quelle für deinen Traum. Und für meinen Traum Ja, natürlich. und da ist jetzt dieses System, baut sich in einem ganz einfachen, innerhalb dieser einfachen Zahlenstruktur, bauen sich komplett, wenn du das umstellst, Erde, Venus, Merkur, das komplette Planetensystem baut sich in dieser Zahlenstruktur auf. Eine sehr eigenartige Schreibweise mit der kosmischen Oktave, da muss ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und das ist, taucht in dir auf, wenn du die Reife hast, drauf zu resonieren. Aber, und jetzt kommt, wenn wir da weitergehen, schau, da hast du jetzt hier zum Beispiel Neptun, das ist genau die Zahlenfolge, die baut sich alles hier aus dieser Grund, es spiegelt sich hier drum, eigentlich spiegelt sich das bloß um die Erde herum. Die Sonne ist gar nicht das Wichtige, sondern das erweckte Wissen. Und wir wissen, es heißt auch, das heißt einmal, er heißt der erweckt, erwacht, und Ja, die ist Wissen. Oder es ist die Weisheit. die Weisheit, genau. Dann haben wir geschlossenes E-Quadrat, wenn wir es hinschreiben. So, und wenn man das hat, spiegeln wir das ganze Spiel. Und jetzt kommt dasselbe, dass wir jetzt in die Quantenmechanik reingehen, beziehungsweise in das sogenannte Atomgewichte. Jetzt musst du wissen, es ist der Stand des Wissens, dass wir jetzt uns nach 1915 denken. Und jetzt macht man dasselbe Bild damals. Wir gehen jetzt in unsere geistigen Archive und wir holen einmal so um 1900 rum, holen wir uns jetzt einmal Wissen, was haben die damals eigentlich für ein Wissen gehabt hier vom Mendeleschen Periodensystem. Das ist natürlich sehr unvollkommen, aber wer hat es entdeckt? Die Atomgewichte, die hat es ja damals schon gegeben. Denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. Wenn es was gibt, dann ist es immer hier und jetzt. Und dass jetzt hier exakt dieselbe Formel die Atomgewichte sich rausrechnen, ist genau aus derselben Formel, algebraisch. Kannst du genau diese Gruppen, wo es eh nichts, es sind ja nur ausgedachte Sachen, es ist ein Jonglieren mit Wissen. Da hast du das Spiel, baut sich auf derselben Struktur auf, kann man alles nachrechnen. Zweimal komplett überprüft, durchgerechnet. So, das war das jetzt mal das Erste. Aber jetzt wird es interessant. Da hast du die Tabellennummer für die Atomgewichte. Dass jetzt hier, wenn wir in die Welt der Säugetiere gehen, Schwangerschaftsdauer bei Menschen, und du wirst jetzt feststellen, dass wenn du verschiedene Säugetiere hast, ein Kamel, Gimmel, ist die Einstein-Formel. Ja. Trägt 365 Tage. Dass das genau, das Pfarr, die Kuh, das alles hat baut auf derselben Struktur auf. Ja. Was auch immer uns das sagen soll, Helene. Mhm. Dann wirst du merken, Udo sagt immer, es ist alles ganz anders. Es ist ein Computerprogramm. Und das muss dich momentan eigentlich noch gar nicht interessieren. Das kannst du alles nachrechnen und überprüfen. Und das ist natürlich alles Zufall. Gesetz der großen Zahl. Die Geistlosigkeit der Menschen ist nur ein Spiegelbild einer momentanen noch Unbewusstheit, Geistlosigkeit. Ja. Losgemachter Geist. Wie definiere ich das Wort geistlos? Los ist pur Pur. auf Hebräisch. Schicksal. Und dann stehst du natürlich da und sagst, was soll ich machen? Das verstehe ich ja nie. Ich sage, was du in den Leben zu lernen hast, ist schlichtweg und einfach, das erste Mal dir bewusst zu machen, was du selbst bist. Ja.
Das ist vom ersten Wochen, sag ich. Wer erlebt jetzt das Leben? Wer erlebt das Leben, das du zurzeit erlebst? Der du zu sein glaubst, der Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt, den du dir jetzt denkst, erlebt ein Gedanke von dir, was egal an was du denkst? Kann ein Gedanke was erleben? Setz einfach das Wort Gedanke, sagt der Udo. Wir können für das Wort Gedanke auch irgendwas Existierendes, irgendeine existierende Information in deinem Kopf, kann die was erleben? Die wird letztendlich immer das erleben, was du denkst, dass die erlebt, weil das deine Informationen sind. Aber wer ist die Quelle für deine Informationen? Und dann wirst du merken, da kann man wieder eine Hierarchie aufbauen. Jetzt hast du mal deinen Intellekt mit dem Computerprogramm. Mhm. Weil der Intellekt ja die Bilder macht. Im Computer, im Geist. Aber wo kommt der Intellekt her? Ja, eben. Jetzt kriegst du diese Struktur dieser Maruschka-Puppen. Ja. Dass du zu dem absoluten Mittelpunkt kommst. Genau. Und das ist so einfach Lückenlos. Und so die Vordersprache, die deutsche Sprache. Ja. Man will dann immer mitteilen, was ich sage. Man will, man hat ein Bedürfnis, sein Wissen zu teilen, seine Liebe zu teilen. Und du wirst dann zuerst einmal merken, wenn das erspare ich dir jetzt, wenn du auf mich hörst. Ja. Dass die du dir das ausdenkst, die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Du wirst nur Hass ernten. Ja. Nur Hass. Mhm. Vor allem von den Menschen, die meinen, sie sind die Guten. Mhm. Sie fühlen sich massiv angegriffen. Ja. Anstatt dass sie Danke sagen, du hast mir die Augen geöffnet. Mhm. Es ist immer egal, um was es geht. Ja. Mhm. Können übrigens nichts dafür, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Ja, ja. Mhm. Das ist bei so vielen Fällen, wenn dann so negativ hier meinetwegen auf Follow-Feeling auf die Bücher reagieren. Und auf die Selbstgespräche, wenn ich sage. Mach dir doch bewusst, was ist. Mach dir bewusst, warum du das machst, was du machst. Das setzt erst einmal Bewusstsein voraus. Wenn ich jetzt Ärzte zum Beispiel nehme, warum machst du deinen Beruf? Aus dem Grund, wieso jeder einen Beruf macht, dass du an Geld kommst. Da ist natürlich immer mal so die Grundeinstellung, ich will meinen Mitmenschen helfen, aber hilfst, du kannst Existenz nicht am Leben halten. Es geht um Geld, es dreht sich alles um Geld. Ja. Immer. In einem der letzten Selbstgespräche oder in mehreren habe ich darauf hingewiesen, mach einmal jetzt als Brösel und der Brösel, wenn du irgendwo bist, hör die Leute zu. Wird immer klarer. Immer lokal hören die Nebentische und du wirst merken, die reden entweder direkt oder versteckt eigentlich immer nur um Geld. Wo ich immer wieder sage, es gibt keine Religion, wo ihr Gott Geld mehr angebetet wird. Es gibt keine Religion, wo man Gott mehr anbietet, wie im Materialismus das Geld. Das dann am Leben erhält, weil das ist das, was dich am Leben hält, ist Gott. Aber was denkst du bei dem Wort Gott? Eben. Der normale Mensch und der religiöse Mensch denkt an Geld. Und wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, das ist die schöne Sache in dem BK-Film vom anderen Stern. Den habe ich mir gestern abgespeichert. Ja, der war für mich komplett also eine Neuerscheinung. Das ist, und es ist einfach dieses Kindliche. Und da ist übrigens am Ende passiert dann das, was ich sage, selbst wenn du lügst, gibt es auch, Lüge ist nicht nur schlecht. Er konnte ja am Anfang nicht lügen. Ja, ja. Und am Schluss lügt er sie an. Aber aus Liebe. Ja. Weil er das nicht schwer machen will, weil sie ihre große Liebe dann wieder zurückbekommen hat. Ich sage mal, ich drücke mich ja so aus. Und er sich auch in sie verliebt hat. Und um ihr das nicht schwer zu machen, dass sie dann irgendwie zwischen den Stühlen sitzt und ein Schuldgefühl kriegt, lügt er sie an. Ja. Also Lüge kann auch was Positives sein. Mhm. Und auch immer bei Holofeeling heißt es, du musst dich das fragen, warum mache ich das, was ich jetzt mache? Und die Frage solltest du dir vollkommen selbst ehrlich beantworten. Und es wird nicht passieren, wenn du dein Ego für dich antworten lässt. Ja. Weil der dich wirklich ständig belügt, ist das Ego. Ego. Der lügt dich schon an, wenn du fragst, wer bin ich eigentlich? Wenn du auf dein Ego hörst, dann wirst du schon angelogen. Weil das Ego behauptet, suggeriert nämlich, dass du ein Gedanke von dir bist. Göttlich. Das ist gerade diese Liebe, diese Verlogenheit, wenn du das siehst, den Prunk in den Kirchen. In den Häusern wohne ich nicht. Ich wohne in dir. Du bist das Haus Gottes. Ja. In dem sich alles abspielt. Genau. Es
man biegt sich alles, Religionen biegen sich alles so einseitig hin, wie sie es haben wollen. Immer nur einseitig. Ja. Und solange du irgendeiner dieser Manager nachquatscht, wie er das immer nennt, Manager von den Glauben, von den Religionen, die machen das, was Manager machen, die wollen Geld verdienen. Macht haben. Ja. Welt verbessern. Es ist eigentlich schon irgendwie erbärmlich, wenn ich auf der anderen Seite sage, ich glaube an Gott, und auf der anderen Seite werfe ich den Gott, an den ich glaube, vor, dass er scheiß Schöpfung geschaffen hat. Ja. Ich muss ihn drauf laufend weisen, religiöse Menschen ihren Gott darauf hin, dass das nicht ganz in Ordnung ist, was er gemacht hat. Um diesen Widerspruch aufzulösen, denken wir sich was Neues aus, nämlich Satan. Ja. Den Widersacher Gottes. Dann bekämpft man plötzlich den Bösen, der den lieben Gott ans Bein bist. Den Staatsanwalt. Und dann sage ich immer wieder den Staatsanwalt, der eigentlich hier das Recht Gottes vertritt. Einfach den Hiob lesen. Ich habe so oft darauf hingewiesen, ja. Da ist überhaupt nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Na. Da müssen wir selber denken. Du denkst nicht selber, wenn du nachdenkst, was deine Meister und deine Lehrer dir erzählen. Du machst im Prinzip dasselbe wie sie. Es spiegelt sich dieser Wahn hoch. Ja. Wenn du in die geistige Tiefe gehst, dann gehst du eigentlich in den Mittelpunkt. Die Tiefe ist nicht da unten, das Gegenteil von oben, sondern das geistige Tiefe ist das Zentrum. Jetzt denk wieder ganz einfach an den Spiegeltunnel. Ja. Du nimmst zwei Spiegel, schaust über die Kante der Spiegel und dann siehst du den Spiegeltunnel. Da bist du aber in der Reiche. Ja. Und in dem Moment, wo der Geist sich jetzt erhebt, dann stellst du fest, dass das davor und dahinter gar nicht existiert, dass es bloß das eine Licht zwischen den zwei Spiegeln gibt. Und wenn du dieses Licht bist, siehst du vor dir die ganzen Lichter in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung, aber die Spiegelwahrnehmung, alles, was hinterm Spiegel erscheint, ist im Spiegel selber. Genau. Ja. Das ist eine unendlich tiefe Symbolik. Ich sage immer wieder, das wäre es darauf wert, dass man da noch viel genauer drauf eingeht. Wo man dann natürlich noch die Zweier- und die Dreier-Spiegelungen machen kann. Es ist ein komplett anderer Aufbau. Es ist auch Physik, es ist Geistesphysik. Und erst wenn du das lernst, spiegelt sich das aus dir raus. Ja. Ansonsten bleibst du hier eine Spiegelung von einer Spiegelung. Ein Affe, der nachäfft. Nachäffen ist ja nur Spiegeln. Die affine Spiegelung nennt man Spiegelungen in der Physik, nennt man Affinität. Da kommt dann auch das A ist ja auch E, die Effekte her. Effekte. E Quadrat wird zu zwei Facetten. Im Eck. In Ekte. Das ist die Sprache ist Physik. Ja. Die Dora, die Reihe einer Zahlenstruktur. Ich erzähle dir jetzt etwas. Immer daran denken, die hebräischen Zeichen sind erst einmal Zahlen. Wenn ich aus der Zahl ZA, die Geburt einer Schöpfung, ist wahrgenommenes Licht, HL. Ja. Das ist diese Vielheit. Wir nennen das auch, die Geburt Gottes besteht aus zwei FF. Und das sind der Weg der Existenzen, das sind die Ziffern. Ja. Aber dieses ZIFF, die zwei FF erscheinen fern, Ziffern. Ja. Weil du dir die ja ausdenkst, aber die sind entfernt. Es sind nur die Visionen in dir selbst. Es ist, wenn man doch bissige Fisch und nur, wenn man Deutsch, einfach Deutsch denkt, darum ist es so wichtig, dass das wirklich, wenn ich dir was erzähle, dass das physikalische Formen, arithmetische Formen sind. Die Sprache selber. Ja. Eine Wunderwelt. Ja, so ist es. Das ist die Verwandlung. Genau. Und da fragt man sich immer wieder, wenn jetzt hier einer, meinetwegen jetzt, ich habe da so oft darauf angesprochen, spielt doch selber mal mit den Menschen, aber immer sehr, sehr bedacht sein, wenn einer hier Holofeeling absaut. Oder den Udo als Mensch, Selbstgespräche, was ist das für ein Blödsinn? Dass ich sage, lass uns mal hinsetzen, wir hören uns das Satz für Satz an und dann sagen wir ganz, ganz gezielt, was an diesen Aussagen nicht stimmt. Und da wirst du merken, wenn einer in Vorurteilen lebt, wenn ein Hauch von Geist da ist, die hören überhaupt nicht zu. Zu. Die haben Reizauslöser, wenn du zu einem Arzt sagst, hier, das, was du machst, ist sinnlos. Er fühlt sich ja massiv angegriffen. Das macht doch sein Ego.
Wenn ich einen Physiker sage, du rezitierst doch bloß alles, was du den Menschen, den dummen Menschen in der Vergangenheit vorwirfst. Wir Physiker wissen ja, du rezitierst das Wissen, das man dir erzählt hat, genauso, baust Vorstellungen in dir auf, weil es dir logisch erscheint. Du magst nichts anders wie das, was die vor 500, jetzt bewusst ausgedacht, vor 500, 600 Jahren gemacht haben. Man hat ihnen eine gewisse Logik einprogrammiert, die Vorstellungen aufwirft, und wenn jetzt einer in dir auftaucht, in deinem Traum, der was erzählt, was dir unlogisch erscheint, dann machst du den sofort nieder. Ja. Darum bekämpfst du jegliche Form von vollkommen neuer, höherwertiger Logik. Das ist das Gefängnis, wo sich jeder einsperrt, der logisch ist. Dein Gefängnis ist deine Logik. Ich sage, das ist wie ein Zug, der auf Schienen steht, der nur auf den Gleisen dieser Logik zu denken vermag. Der kommt nicht runter. Wie viel sieht einer, der nur mit dem Zug rumfährt von Deutschland? Er sieht genau genommen nicht einmal das, was vor ihm ist. Er kann entweder rechts rausschauen oder links rausschauen. Ja. Und aus dem rechten Fenster im Zug rausschaut, weiß er nicht, was links ist. Und wenn er links rausschaut, weiß er nicht, was rechts ist. Genau so ist es. Und ist doch der erste Schritt, ist jetzt, dass wir aus diesen Schienen rausspringen. Dann kommst du zur Autobahn, zu den Straßen, SDR-Straßen. Ich will jetzt nicht aufhängen. Bei den Straßen kannst du schon wesentlich mehr abfangen. Mhm. Ja, ja. Wie den Autos. Mhm. Mit dem Selbst. Aber du siehst bei Weitem auch nicht alles. Nein. Dann musst du auch von der Straße runtergehen, ich sage immer wieder, und zu Fuß laufen. Dann wirst du die Regeln einsetzen, die Beine. Beine. Die Regeln. Ja. Aber da geht es auch bloß bis zu einem gewissen Punkt. Und ich sage, alles anschauen kannst du, wenn du zum Fliegen anfängst. Mein Satz zum Peter Fedding, weiß ich noch. Vor 13, 14 Jahren, wie das erste Mal, wie er nicht richtig laufen konnte, auf Mauritius, wo er überlegt hat, soll ich mich operieren lassen oder nicht operieren lassen. Sag ich, ist interessant für mich, Peter, du machst dir jetzt so Gedanken, ob du dich operieren lässt oder nicht operieren lässt, weil du wieder laufen können willst. Du wünschst dir, dass du wieder laufen kannst. Ich sage, warum bist du so bescheiden, warum wünschst du dir nicht gleich fliegen zu können? Mhm. Aber gehen zwei Schritte auf einmal? Man kann keinen auslassen. Das ist Scheibenwelt, Kugelwelt, vierdimensionale Raumzeit. Mhm. Und ich sage, das geht dann noch weiter. Es fällt dann in dem Punkt zusammen. Eine ja. reine geistige Welt. Ja. Mhm. Alles im Hier und Jetzt. Gleichzeitig. Ja. Und was ich sehe, sind immer nur Facetten, wenn du zurückblätterst. Ja. Das ist diese Hierarchie, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Ja, ja. Mhm. Frage ich ihn Holger zum Beispiel hier, wie er noch VW-Manager war, sag ich, denke dich einmal zurück, wie du in Wolfsburg gewohnt hast. Das ist übrigens die Lupusburg. Ja. So, wenn du jetzt an Wolfsburg denkst, an deine Wohnung, denkst du zuerst nur die Worte. Da ist kein Bild. Und dann sag ich ganz genau, du kannst jetzt hier, wenn du jetzt sagst, ja, jetzt denk an deine Wohnung in Wolfsburg. Mhm. Dann denkst du die Worte, ja, meine Wohnung in Wolfsburg. Magst du dir die Mühe, ein Bild davon zu machen? Du kannst dir aus dem Wort jetzt ganz gezielt, geistig, feinstofflich ein Bild wachrufen in deinem Gehirn, feinstofflich. Dann könnte ich wieder fragen, ja, was für ein Bild magst du, wenn du an deine Wohnung in Wolfsburg denkst? Mhm. Ich sage, jetzt denk mal, wenn du in Wolfsburg, wie du noch hier und jetzt in die Vergangenheit gedacht, das war natürlich auch immer jetzt, wenn du einen Brief vom Briefkasten geholt hast, versuch einmal in dir zu kramen, das Bild zu holen, wenn du den Briefkasten in deiner Wolfsburg-Wohnung aufgemacht hast. Und dann musst du ziemlich lang graben, bis er das Bild gehabt hat, weil das schon so lange her ist. Mhm. Wann hast du an den Briefkasten das letzte Mal gedacht? Mhm. Man sagt immer, das ist Schnee von gestern. Ja. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt das Ganze, was denke ich bei dem Wort gestern? Die Geist ist ein Stand. Der Stand hat was zu tun mit Astro, und Astruhe heißt nicht nach außen gestreut. Gestreut. Und Geheimnis. Das ist immer die Butzel, ausgestreute Schatten. Mhm. Schatten ist ZL, Geburt von Licht. Das ist aber immer das geistige Licht. Sobald es blau wird, dass ich es vorstelle, das ist immer so ein Überbegriff als Quelle. Ja, ja. Mhm. Wenn ich sage Schnee von gestern, Schnee ist erschienen und he. Schlaf. Wiederholen und lernen. Und lernen. Mhm. Wenn du was nicht mehr wiederholen musst, hast du es verstanden? Ja. Warum magst du nochmal in die Hose?
weil du das verstanden hast, dass du mittlerweile selber bestimmst, wo du deine Kacke hinsetzt. Genau. Aber du bestimmst nicht, wann du musst. Nein. Es sind immer die zwei Seiten. Es wird sehr spaßig, wenn man sich beobachtet und dann irgendwann nochmal, ich kann nicht oft genug sagen, du musst doch was sagen, was musstest du tun, dass du jetzt so alt geworden bist als Helene? Nichts. Das Buch, das du liest, das läuft automatisch ab. Ja. Es läuft aber nicht durch Raum und Zeit. Na. Dieses Licht auf, das Laufen ist ja auch La, UF ist UP. Okay, ja. Aufgespannte Facetten sind immer wieder im ganzheitlichen verbundenes Wissen, UP, Jawohl. auf der tieferen Ebene der Transpersonen. Ja. Es ist so einfach, es wird wirklich einfach. Und darum ist So. immer, darum ist so als Geist, das erste ist, was ist mein Interesse? Das ist, wo hänge ich mich hin? Welt verbessern, mich am Leben erhalten? Du kannst die göttliche Schöpfung nicht verbessern und du kannst das, was du zu sein lebst, glaubst, als Einzelbild betrachtet, als Gedanke nicht am Leben halten. Nein. Ist es so schwer zu akzeptieren und zu erkennen, dass ich einen ständigen Wechsel von Gedanken habe? Dass wirklich immer nur das existiert, was ich jetzt denke, was ich anschaue, mit was ja eine Geschwindigkeit wechselt ist. Das ist auch immer so diese subjektive Zeitprägung, die du hast, solange du unbewusst chronologisch denkst. Ja. Dass dann irgendwann einmal so ein richtig großes Heureka ist, dass dir wirklich klar wird, wenn du jetzt an was Vergangenes denkst, dann taucht es jetzt wieder in dir auf, jetzt, weil du es denkst. Ja. Und wie das realisiert war, war es auch jetzt. Es ist immer hier, egal wie ich das definiere. Die Definitionen entstehen durch die Benennungen, die ich den Dingen zuspreche. Ja. Ob ich mir jetzt was denke und ich denke mir, das ist da oder dort. Nein, es ist hier. Hier. Oder ich nenne das Ganze dann in irgendeiner Datum mit Uhrzeit. Es ist jetzt. Es sind Adressen, wie ich das nenne. Es sind einfach nur Adressen. Es sind wie Namen von gewissen Dateien, die aber alle gleichzeitig da sind auf der Festplatte. Das ist ein ganz einfaches Deutsch und auch sofort überprüfbar. Ich muss bloß aus dieser Vergessenheit herausgehen und mir bewusst machen, was jetzt wirklich da ist. So ist Mir es. bewusst machen, wo ich mir das, was ich jetzt denke, hindenke. Es ist, weil ich es jetzt denke und nicht dort, wo ich es mir hindenke. Ich kann mir das dorthin denken oder dorthin denken, es ist aber trotzdem bloß hier und jetzt gedacht. Und das ist, was ich denke, so ist, wie ich es denke. Also, wie kann ich dann irgendeinem Menschen, den ich mir ausdenke, die Schuld geben, dass er so ist, wie er von mir gedacht wird? Lass das auf dich wirken. Und es tut halt sehr weh, wenn du jetzt Figuren hast und das renn im. Probier aus, wenn du das genau in den Worten erzählst. Ob der Gegenüber jetzt sagt, so habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen, das stimmt ja eigentlich. Dann ist es Geist von deinem Geist. Einer, der hier in Rage sich selber versetzt, das ist ein reiner, das ist wie ein Programm, wo die Sicherung durchbrennt. Der kann nicht anders. Er ist so programmiert. Fällt mir gerade wieder ein hier, die Schlussszene von Open Your Eyes von dem Film, die Hochhausszene. Du wirst doch den Scheiß nicht glauben, wo der dir erzählt. Lass dich von denen nicht beirren. Der ist so programmiert, der kann nicht anders. Weil über die Worte, wenn über diese Worte, diese Aussagen, die das Pixelmännchen Udo, der Lautsprecher, jetzt tätig diskutieren zu wollen, ist vollkommen sinnlos. Es ist die wertfreie Beschreibung von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass er Jesus gekreuzigt wurde, den man es ausdenkt. Oder nicht gekreuzigt wurde, wenn du ein muslimisches Programm hast. Oder dass du dich jetzt auf einer Kugel befindest, als sterbliche Säugetier, das sich um die Sonne herumdreht. Ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Geist sieht es alles ganz anders. Dass du einen gläubigen Christen erklärst, wie er voller Feindbilder ist. Jeder Einzelne, voller Hass bis zum Es geht nicht mehr. Ich habe jetzt so schön gesagt, raumzeitliche Geschichte. Hier habe ich gesagt, lass uns einmal 2 Stunden vom Hirnlein hinstellen. Das ist unser Kaufland. Und dann schaust du dir die Menschen an, die in Kaufland reingehen. 2 Stunden lang.
die Physiognomie noch und die Menschen noch. Ist übrigens hochinteressant, wir haben dann festgestellt, dass im Marktkauf läuft, da geht eine ganz andere Menschenschicht rein wie ins Kaufland. Aha. Kaufland ist so der Massenkonsumtempel. Ja. Und da schüttelst du dann bloß den Kopf, weil du dir wirklich bewusst bist, das sind wirklich bloß Zombies und Tiere. Also in der ganzen Physiognomie, der normale Massenmensch, ist wirklich wie eine Tierkolonie. Ja, ja. Da strahlt der ganze Körper, die ganze Physiognomie Geistlosigkeit aus. Was willst du da retten? Und ich sage dann immer mit einem Lächeln im Gesicht als Udo, eine Wählerstimme, nochmal eine Wählerstimme, nochmal eine Wählerstimme. Also wenn solche Leute irgendwelche anderen mit ihm wählen, was kann aus solchen Menschen rauskommen? Mhm. Nur Spiegelbilder von sich selbst. Selber. Ja. Aber um die geht es ja nicht. Es dreht sich alles um dich Geist. Um den, der mich jetzt sprechen hört, der uns ausdenkt. Dass sich die Helene ausdenkt, den Udo ausdenkt und sich selbst. Äußerst real, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Wir haben uns also hier, Helene und Udo hat sich jetzt schon relativ verpixelt. Pi XL. Weisheit Gottes in L. Das Pi ist ein großes Geheimnis, die Weisheit Gottes. Darum sage ich, du kannst es nicht nur in dem Mit-L-Punkt MI, das heißt, der gestaltgewordene Gott ist Pi. Mal anschauen, was für Wörter wir noch haben, wo das TT vorkommt, wo du ein Pi setzen kannst. Das Wort Bitte zum Beispiel. Ja. Dann heißt es Pi in mir ist Pi. Das TT als Pi gelesen. Ja. Genau. Oder Schutt klingt jetzt im ersten Moment sehr negativ, wenn ich aber was, dieses Shin-U ist, ist Schwa. Das heißt, dass du meinen positiven Sinn ein absolutes Nichts. Nichts, ja. Weil die Weisheit Gottes als Ding an sich ein Nichts ist. Mhm. Bis ich dann das blaue Pi draus mache, dann wird ein logisch aufgespanntes Pi draus. Ja. Dann kriegst du aber das Wissen eines Intellekts und der ist wirklich Schutt. Schutt ist wieder nur eine andere Form von Dreck. Dreck. Man kommt nicht raus. Du kommst nicht raus. Weil das allumfassend ist. Ja. Das geht nur im Deutschen. Da bringe ich das Türkisch bringe ich nicht weiter. Aber die Tür ist wieder die Reihe und es ist Koisch. Das ist wie eine Gestaltwerdung. Aber Gestaltwerdungen sind vergänglich. Ja. Und darum sage ich immer wieder, es wichtig ist, dass du mal Botschaft, um Holofeeling zu verstehen, muss dein Grundgedanke muss deutsch sein. Du musst deutsch denken. Ja. Egal, was du jetzt glaubst, wo du herkommst, ob du Türke bist oder Italiener bist oder egal, was du denkst, aber dein Denken, dein Hauptprogramm, wo läuft, muss deutsch sein. Der Körper, das ist sowieso alles vergänglich. Ja. Nationen heißt ja schon die Geburten. Geburt. Aber alles, was geboren wird, was auftaucht, wird auch wieder verschwinden. Ja. So ruft die Inge gerade rund. Hat er zu? Ah, schon, ja. Ja, da bin ich wieder. Meine alten Weibchen kriege ich jetzt hier, meine alten Matrix-Systeme. Genau. Immer wieder zum Überholen. Das ist das, wo die Reife kommt, wo die Weisheit kommt am Ende des Lebens. Ja. Wo man sich nur beobachten kann, wie man immer wieder festhält und das Loslassen lernen. Das Loslassen von den eigenen Glaubenssystemen, das Loslassen von den Einseitigkeiten. Yeah. Und jetzt, wenn man jetzt jung, in den jungen Lebensjahren ist und man schaut jetzt diese zwei alten Suppenhühner an, als Pixel-Figürchen, willst du so werden? Da wirst du feststellen, da sträubt sich in der jungen Logik, sträubt sich alles dagegen. Du wirst es aber nicht verhindern können. Das ist der Verwandlungsprozess. Schon innerhalb der Matrix. Ei, Raube, kleiner Minimensch. Matrix 1. Dann Geburt in die Matrix 2, wie ich das nenne. Säugling, Grabbelkind, Schulkind, Pubertierender, Erwachsener. Das ist jetzt immer alles gleichzeitig da in dem Buch. Es ist eine Verwandlung und die hört nicht auf. Die hört überhaupt nicht auf. Und darum ist es so wichtig, dass du das wirkliche Verstehen kommt eigentlich erst in den Wechseljahren, wie man das nennt.
Aber ja, bis man es Shin und Hi heißt schlafen, der Wechsel in einen anderen Schlaf, in ein anderes Wiederholen, du wiederholst anderes Wissen in einem anderen Buch, in einem anderen Leben. Mhm. Der Übergang ist gleitend. Das musst du jetzt einfach hinnehmen. Ja. Weißt, wenn du wach wirst, wirst du immer jetzt wach. Aber komischerweise, wenn du jetzt wieder Reihe vor dich aufstellst, dass du in deinen jetzt ausgedachten Vergangenheit, denk an die Buchseiten, die du zurückblätterst, auf jeder Seite mit einem anderen Körper wach wirst. Mhm. Du bist immer dasselbe, immer derselbe Geist. Ein Satz, den ich tausendmal wiederholt habe. Der Leser ist immer, egal welche Seite er zurzeit liest und anschaut, ist immer dasselbe Leser. Ja. Aber das, was du aufgrund deines Programms dir denkst, was du bist, das verändert sich. Aber im Jetzt, von Seite zu Seite, von Augenblick zu Augenblick. Genau. Die Lebensweisheit. Mhm. Ein Leben am Ende zurückgeblättert, was ich ja in Ich bin, du so schön, man muss sich da wirklich drauf einlassen, wo ich immer wieder sage, das ist vorbestimmt. Das ist, wenn man das Ich-Bin-Du-Quadrat, das erste Selbstgespräch liest. Ich habe das zigfach gesagt, das rauscht bei euch so durch. Bei euch meine ich jetzt wirklich bei unbewussten Geisteswohnen. Dass das Leben ist, wie wenn du ein Tagebuch schreibst. Mhm. Aber der Witz ist, die Hand der Kugelschreiber wird geführt. Es ist praktisch schon da und alles, was du erlebst, es ist wie wenn du einen Film anschaust. Das nächste Bild und das nächste Bild, das ist alles schon da. Auch in einer komplexeren Metapher, wenn du ein Videospiel spielst, da du ja mit einem gewissen Intellekt, mit einer KI, wenn du jetzt der Protagonist und Regisseur bist, mit einem Joystick in der Hand, der letztendlich bestimmt, was für Bilder auftauchen, das bestimmt ja zuerst einmal der den Joystick in der Hand hat. Ja. Wo du hinschaust, wo du hingehst. Jetzt könnte man meinen, du bestimmst ja, ob ich jetzt in den Laden zum Einkaufen gehe oder in den Laden zum Einkaufen gehe, dementsprechend werden sich die Bilder verändern auf dem Bildschirm. Mhm. Aber die KI selber ist ja ein festgelegtes Programm. Du bestimmst, wenn du jetzt noch eine Stufe, ich sage dem mit dem Joystick in der Hand beobachtest, dass du dich hinter das Reaktionssystem stellst, wirst du feststellen, dass das ja zwanghafte Reaktionen sind. Mhm. Dieses Spiel, wo ich immer wieder sage, Reizauslöser, Reaktion. Ich lasse ein kleines Gefühl in dir auftauchen, in dir Geist wohlgemerkt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und dann wirst du ganz vollkommen mechanisch aufgrund dieses Gefühls dir denken, ich muss mir jetzt ein Brot machen, weil das Gefühl nennt man Hunger. Mhm. Du kannst dir aber beim anderen Gefühl auch denken, ich muss jetzt aufs Klo. Mhm. Aber dann steht noch nicht fest, ob du zum Pinkeln oder zum Kacken gehst. Das ist bestimmt das Gefühl. Das suchst du dir nicht raus. Du suchst dir aber nicht drauf, dass du zwanghaft so auf dieses Gefühl so reagierst und so reagierst. Ja. Und du wirst dann jedes Mal, je nachdem, welche KI du hast, eine andere Küche aufbauen, wenn du dir Brot machst. Mhm. Das ist alles festgelegt. Das ist die Matrix. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, und das ist die hebräische Tora. Mhm. Extrem gezippt, absolut arithmetisch, exakt genauso funktioniert, wie jetzt der offene Welt funktioniert, wenn du ein Computerspiel dir ausdenkst. Nur unendlich komplexer. Aber das Grundprinzip bleibt immer gleich. Wenn du jetzt in der Hocharithmetik reingehst, Quantenmechanik, Hochberechnungen, Astrophysik, diese Formeln, wenn du dir anschaust, wirst du feststellen, baut letztendlich alles auf Addition und Subtraktion auf. Ich habe das oft erklärt, es gibt eigentlich Plus, Plus und Minus. Mhm. Und Multiplikation, die beiden Seitendivision, Potenzieren, Wurzelziehen, das sind nur Vereinfachungen von Addition und Division. Mhm. Mhm. Ja. Was man komplizierter denkt, es ist so unendlich zerdacht kompliziert gedacht, man hat verlernt, einfach zu denken. Das einfache Denken beginnt, dass ich jetzt sage, im Angesicht dieser ganzen Hirnwichserei, was bin eigentlich ich und was sind meine Gedanken? Ja. Und dann wirklich sich bewusst machen, was man selbst ist. Mhm. Was ich zurzeit für eine Rolle spiele. Ja. Spiele ich die Rolle eines Manns oder einer Frau? Aber der die Rolle spielt, spielt selbst keine Rolle. Der tritt auf der Bühne ja gar nicht in Erscheinung. Ja. Weil auf der Bühne ist der Charakter.
aber nicht der Schauspieler selber, der sich ja personifiziert, der sich maskiert, wenn er auf die Bühne geht. Verkörperlicht. Ja. Das ist das, was ist. So ist, danke. Das ist ein Gefängnis, der Körper ist ein Gefängnis. Ja. Und die Schwierigkeit ist die verborgene Harmonie der Dinge, du kriegst die nicht los, wenn du ihn loshaben willst. Weil solange du was nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht haben willst. Immer wieder. Wenn es dir gleichgültig geworden ist, dann taucht es auch nicht auf. Genau. Ja. Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist krank werden, bekämpfen. Sobald du was bekämpfst, hältst du das am Leben, was du loshaben willst. Mhm. Wärst dir vollkommen wascht. Ja. Aber das Loslassen ist offensichtlich so unheimlich, hat der Weidezaun so verführerisch, wo man sich dran festklammert. Ja. Und irgendwann werden. Das Ego ist so übermächtig. Die Suggestionen des eigenen Egos, das, wie gesagt, prinzipiell nur aufbaut auf anerzogenen Wissenselementen. Ja. Das hier die Wissen. Dass man, wenn man wertfrei mit den Augen der Liebe schaut, dass man anfängt, alle Charaktere zu lieben, nicht in ein Denken, das vorwurfsvoll ist. Es ist ja immer Vorwürfe. Der wirft was vor sich hin, der sich's ausdenkt. Ja. Die Lieblosigkeit der Menschen um dich herum ist immer noch ein Spiegelbild deiner eigenen Lieblosigkeit, obwohl ja jeder meint, ich bin ja so viel Liebe. Ich sage, du bist selektive Liebe. Ja, genau. Wärst du allumfassende Liebe, dann hättest du überhaupt kein Problem. Das ist natürlich jetzt, man merkt schon, Methodo-Feeling-Problem ist das Vorgelegte. Dann würden diese Probleme nochmal auftauchen. Ja. Einfach in einen Zustand des wertfreien Sehens kommen. Und das hast du in dem Moment, wo für dich keine Einseitigkeiten mehr herrschen. Du kannst dir Perspektiven anschauen, aber nicht einer qualitativen Wertung, dass die Perspektive der Gedanke wichtig oder richtig ist wie irgendein anderer Gedanke. Mhm. Das ist das, was ich immer wieder sage hier mit meinem Kabelsteckerbeispiel. Mhm. Systemrelevante Parameter sind wie Wellenberge. Die gibt es nicht ohne System nicht relevante Parameter. Die Täler. Was ist wichtiger zum Autofahren? Der Rückspiegel oder der Motor? Jeder normale würde sagen, der Motor, weil der Kabelstecker, ohne den gibt es ja den Motor nicht, der Benzinschlauch. Egal, was ich rausbaue, das sind systemrelevante Parameter, aber den Rückspiegel kann ich ja wegschauen und kann trotzdem noch fahren. Ich sage, das ist zwar richtig, weil ja alles richtig ist, was einer behauptet, aber du musst dann immer wieder sagen, ja, der Berg, der ist wichtig, das Tal kann ich ja wegmachen. Aber wenn ein System relevanter Parameter braucht, ein System nicht relevanten Parameter für seine Existenz. Wenn du vollkommen denkst. Ja. Ein ganz simples Prinzip, da beginnt die Weisheit. Das ist natürlich jetzt bei dem Autobeispiel mit dem Rückspiegel, wenn da für sich sagen, das kann man nicht vergleichen. Das höre ich dann immer wieder. Ich sage, die Tasse mit den Perspektiven kann jeder folgen. Und dann sage ich, und jetzt setze für die Tasse einfach das Wort Politik oder das Wort Religion. Das kann man nicht vergleichen. Ja, ja. Dann sage ich sofort drauf, wer bestimmt jetzt das? Mhm. Und jetzt bist du schon wieder bei deinem Ego. Ja. Bei einem unvollkommenen Ego. Ich mache es euch so leicht, dass ich immer sage, du musst dich nicht verkopfen mit der Silbifferei. Ja. Was ich mir wünsche, ist, denk wieder wie ein Kind, wenn du nicht wieder wirst wie ein Kind. Genau. Hast du dir den BK angeschaut, Inge? Nein. Hast du noch nie angeschaut, den Nein. Film? Also ich habe am Anfang, bis zum Anfang gekommen, aber dann habe ich, das dauert ja sehr lange, aber bis zum Ende habe ich ihn nicht gesehen. Bollywood meinst du, ne? Ja, ja. Ja. Schau dir den ganz an. Der Anfang ist ein wenig lang, aber der wird so tief. Das ist so die Geschichte der Menschheit. Ja. Aus den Augen, was jetzt hier von einem anderen Stern ist, aus den Augen eines Kindes, das nicht lügen kann. Ja. Das einfach entsetzt ist in dieser Vielfalt von Religionen, in dem Wahn. Und ich sage immer wieder, da geht es jetzt ja nur um klassisch, was du unter Religion verstehst. Aber ich sage, wir haben nur eine Weltreligion. Das steht in Ich bin doch schon drin.
Es ist der Materialismus. Weil all diese Religionen, was hier übrigens dargestellt wird, ob du die jetzt christliche Strömungen nennst oder muslimische Strömungen oder hinduistische Strömungen, Sikhs, Jains und was da alles Mögliche gibt, das ist immer wieder, das ist auch das Christentum mit vielen, vielen Perspektiven, diese 600, 700 christlichen Sekten bloß alleine in Amerika. Tiefgläubige, hasserfüllte Materialisten, die sich als Gutmenschen sehen. Und immer Gott vorschieben. Gott ist auf unserer Seite. Da gehst du nach Israel, selbe in Grün. Ist ja nicht, es gibt ja nicht nur die Juden. Das ist wie im Christentum. Ob du das Christentum liest, die Offenbarungen. Jede dieser Überbegriffe, ob wir das jetzt muslimisch nennen oder christlich nennen oder hinduistisch nennen oder buddhistisch nennen, ist ja zersprungen in unendlich viele Perspektiven und Meinungen. Ja. Und du hängst in einer dieser Glaubenssysteme drin, weil du so programmiert bist. Du Geist. Weil du nur mit diesem einseitigen Denksystem denkst. Und einfach sich erkennen, dass man jetzt einmal fragt, wer denkt sich diese vielen verschiedenen Glaubenssysteme jetzt aus? Ja, wir. Ja, wer sonst? Die Geschichte von Hansin, ich bin nur am Anfang. Wieso will ich bloß an eins glauben, wenn ich noch an alles glauben kann? Wieso will ich bloß einen dieser Glauben zum Denken benutzen, wenn ich alle Glauben zum Denken benutzen kann? Und dann stelle ich plötzlich fest, dass diese Glaubenssysteme wirklich wie Perspektiven sind. Wieso will ich bloß ein Zimmer in der Wohnung benutzen, wenn doch die Wohnung, wenn ich alle Zimmer benutzen kann? Ich will doch, wenn ich eine Wohnung haben kann, will ich doch nicht bloß das Schlafzimmer haben oder das Klo haben oder das Badezimmer haben. Ja. Denke, die Zimmer in der Wohnung wären jetzt die Religionen. Wir sagen mal, die Wohnung wäre das Christentum. Wieso will ich bloß Katholik sein, wenn ich auch Zeuge Jehovas sein kann und Amish-Bibel und Hutterer sein kann und Protestant sein kann? Das sind wie die Zimmer aus der Wohnung Christentum. Dasselbe gilt für die Wohnung Moslems oder die Wohnung Hindus oder Buddhismus. Yeah. Was nur, ich kann mich in einem nochmal erinnern, ein tiefgläubiger Vegetarier, der sagt, ich bin Buddhist. Und dann sage ich, okay, Buddhisten essen bis kein Fleisch, warst du noch nie in Thailand. Die sind doch auch Buddhisten. Ja, das sind verkehrte Buddhisten. Dann geh nach Japan, da haben wir Zen-Buddhisten, das sind wieder andere Buddhisten. Yeah. Was ist richtig? Das ist die Erkenntnis von dem Hansin, ich bin du ganz am Anfang. Wieso will ich nur einen Glauben anhängen, wenn ich doch alle haben kann? Ich sage, mach dir alle diese Denksysteme zu eigen. Dann wächst du Geist, intellektuell. Dasselbe gilt für die ganzen Strömungen. Nicht immer auswählen, was ist jetzt richtig, das heliozentrische oder das geozentrische Weltbild. Das ist auch wie Religionen, das sind Glaubenssysteme. Jetzt erst hat man das glaubt, jetzt glaubt man das. Du musst so ein Allesglauber werden. Dann wirst du zu einem Holofeeling-Menschen. Und da wirst du feststellen, dass in den Glauben extrem systemrelevante Parameter und nicht so systemrelevante Parameter gibt, die aber auch wie Wellenberg und Wellendahl und Rembrandt zusammengehören. Es ist eine vollkommen allumfassende Vereinigung, eine allumfassende Liebe. Das kann nur Geist, das ist die rote Liebe. Das ist eigentlich das richtig verstandene Christentum. Der höchste Punkt der Weisheit überhaupt in dieser symbolischen Geschichte. Ja. Und das predigen alle, auch der Mohammed im Koran. Die es wieder zerstören, sind die Manager der einzelnen Religionen dann. Wenn dich doch an was anhängst, häng dich an die Quelle an und nicht an irgendwelche Schwätzer, die Quelle einseitig auslegen. Und den Rest musst du dir keine Gedanken machen. Ich führe dich heim. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Ich sage mal, mit meiner Inge habe ich seit über 20 Jahren einen Deal. Inge, der läuft immer noch. Aber dein Denken selber, das muss gereinigt werden. GE-Quadrat sind wir zwei, JCH-ICH, und das ist ein Kopf in der Einigkeit, das ist gereinigt. Die R-Einheit ist die Einheit in dem einen R, B, Roshid. Ist schon immer so gewesen, wird immer so sein, aber um ein Leben zu erleben, und ganz schlecht war ja dein Leben nicht, Inge. Nein, ganz und gar nicht. Es war doch ein aufregendes Leben. Oh, ja. Das kannst du natürlich, wenn du in irgendeiner Situation drinsteckst, wenn du jetzt in deinem Buch zurückblätterst,
50 Jahre, 60 Jahre, 40 Jahre. Da hat es ja Situationen gegeben, wo man nicht mehr weiter weiß in einem gewissen Maß. Es geht dann immer wieder eine Tür auf. Aber das ist doch genau das, was das Leben ausmacht. Das ist wie wenn du einen spannenden Film anschaust. Genau. Und ich sage, was sich jetzt ändern wird an deinem, an dir Geist, wird sich nichts verändern, wenn du das nächste Buch liest. Der einzige elementare Unterschied durch jetzt durch Holofeeling in dem Leben, wenn du das Leben, die Prüfung bestehst, wo jemand, besteht darin, dass du nicht mehr, keinen Moment mehr vergisst, wer du selbst bist und was deine Informationen sind. Du wirst genauso wieder eine Rolle spielen, aber immer im vollen Bewusstsein, die absolute Weisheit bleiben in deinem Inneren. Das ist wie wenn ich sage, ein Schauspieler, der, wenn er eine Rolle spielt, egal welche Rolle er spielt auf der Bühne des Lebens, nicht einen Augenblick vergisst, wer er selbst ist und was der Charakter ist, den er zurzeit verkörpert. Innerhalb einer Geschichte. Und dann wirst du meinen, dass da ja das Bücherregal, alle Charaktere gleichzeitig da sind. Umso mehr du wirklich dieses komplexe Denken hast, wirst du feststellen, dass du auch all die Charaktere die anderen auch spitzt. Ich habe mal das Beispiel, solange du noch chronologisch denkst, früher, es gibt ja Filme, wo oft manche Schauspieler Vierlinge spielen. Was zum Beispiel mit Heinz Erhardt, glaube ich, gibt es so einen Film, was jetzt nicht wie der heißt, wo er vier Brüder spielt. Mit Michael Keaton gibt es auch einen Film, da macht er, glaube ich, sogar fünf Brüder, einen amerikanischen Film. Und das sind Filme aus den 70er, 80er Jahre, wo ich mir jetzt technisch mit dem normalen Verstand, den du jetzt Wissenschaft nennst, wurde das natürlich nacheinander aufgenommen. Er muss ja die Rolle nacheinander spielen, weil du ja chronologisch denkst, und dann wurde das zusammengeschnitten im Schneideraum. Und genauso musst du dir das vorstellen, dass du jeden Charakter spielst. Es gibt nur einen Geist. Es gibt nur einen Geist, der träumt. Egal welchen Traum du zurzeit träumst, das hängt von dem Drehbuch, von dem Charakter ab, den du zurzeit verkörperst. Ja. Aber sobald du dich als Geist erhebst und bloß die komplexen Drehbücher anschaust, die Bücher anschaust, sind die alle gleich, die Charaktere. Mhm. Und darum ist dieser Satz, alles, was du einen anderen tust, tust du dir letzten Endes selbst. Und dann müssen wir gleich wieder dann die vier Seiten machen, dass ich sage, jetzt musst du nochmal unterscheiden, in Bezug auf Videospielen, ob das jetzt wirklich nur eine KI ist, Filmmaterial ist, ja, oder ob dann eigenständig du selbst hinter dieser Rolle stehst, bloß mit einer anderen Interpretation und Wertesystem, eben mit einem anderen Drehbuch. Mhm. Schon das Drehbuch, das Volumen, das Vollfere. Sprache ist allumfassend, Vordersprache zumindest. Wirklich, ja. Dann kann man das immer nur wiederholen und wiederholen. Ja. So lange, bis das dann wirklich einmal ein Ja. Dieses Ja muss ein ganz tiefes Ja sein. Und dann ist es eh gleichgültig. Ich sage immer wieder, umso mehr du ein Gefühl kriegst für das, was ich Ewigkeit nenne, geht es dir nicht schnell oder zu langsam genug, ist es eh was. Es gibt doch eh bloß jetzt. Ja. Letzten Selbstgespräch habe ich angesprochen, ein großes Leid ist, dass man immer noch meint, in der Zukunft Glückseligkeit zu finden. Es wird in der Zukunft, du musst komplett loslassen von dem Wahn zu glauben, dass in der Zukunft was passiert. Das heißt, es wacht, du wirst nicht morgen wach, bindestrich dich auflösen als Inge, nicht übermorgen, nicht in 10 Jahren. Du kannst nur jetzt wach werden. Und wach werden hat was mit RW-Ecken zu tun. Das Erwecken oder das Erwachen, wenn jemand RW-8, die 8 ist immer die weibliche 1. Das ist in Schrecken versetzt. Ich werde in Schrecken versetzt. Jetzt ist natürlich, ist meine Schrecken, das Wort Schrecken, was Negatives. Schinner heißt die logische Berechnungen von Ecken. Was hier passiert, das passiert von Moment zu Moment, weil du dich drehst. Aber du schaust immer noch in die Ecken rein, die deine Schinner, deine Logik zum Denken benutzt. Wie komme ich an eine höherwertige Logik? Indem ich die bestehende Logik zuerst einmal opfere. Das ist so dieser Reset-Knopf. Das Haar hergeben, wie ich das nenne. Loslassen. Man narrt sich. Man narrt sich unheimlich mit dieser Logik, die nicht deine Logik ist. Es ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Und wenn die durchschaut ist, dass das unendliche Leid, wenn ich sage, jetzt ganz normal wieder raumzeitlich gedacht, dieses Leid, das religiöser Wahnsinn über die Menschheit gebracht hat. Jetzt kann ich natürlich sofort wieder sagen, dass das alles ein Blödsinn ist, was ich dir erzähle, weil ausgedachte Menschheit in irgendeiner Form leiden. Was ist jetzt die Menschheit? Was ist die jetzt? Gedanke. Es ist erst einmal ein Wort, das in dir eine Vorstellung auslöst, die Massetzung deines Programms.
Das sind ganz einfache Sätze, die sind so unendlich elementar. Gedanken können nicht leiden. Sie können entstehen und vergehen. Aber sie selber kriegen das gar nicht mit. Ich denke mir jetzt an Kokosnuss, wo war die die ganze Zeit? Dann haue ich mit dem Hammer auf diese Kokosnuss drauf, die ich mir jetzt denke. Da kriege ich die Schmerzen. Und wenn ich sie nicht mehr denke, ist sie wieder weg. Du kannst jetzt statt Kokosnuss denken, was du willst. Das Prinzip bleibt das gleiche. Der immer dasselbe ist, ist der, der sich's ausdenkt, der sich seine eigenen Gedanken anschauen muss, querstrich darf. Was du nicht kannst, du kannst nicht etwas, was du denkst, nicht sehen. Weil wenn du es denkst, ist es ja. Aber genauso umgedreht, wenn du es nicht denkst, ist es eben nicht mehr. Ja, ja. Genau genommen eben mehr. Eben mehr. Weil ausgedachtes Mehr ist schon wieder Gedanke. Das ist einfach nur die Sprache verstehen. Einfach das Deutsch, das einfache Deutsche. Sprecht Deutsch. Alemannisch. Göttlich. Das ist es. Aber es läuft alles nach Plan. Da bin ich mir sicher. Es ist einfach göttlich perfekt. Ja. Wenn man mal dieses Satan-Denken überwunden hat, die eigenen Boshaftigkeiten und Einseitigkeiten überwunden hat, wenn das in der Esse sich erweitert in einen Bereich, der einem bis jetzt vollkommen uninteressant erschienen ist, unwichtig erschienen ist. Genau das, wieder die verborgene Harmonie der Dinge, das alles, was dich bisher für dich in keinster Weise von in der Esse war, sollte jetzt zu deiner in der Esse werden. Was dich zum Beispiel dein ganzes Leben, jetzt muss ich dich sagen, das hängt jetzt wieder von dem Charakter ab, den du zurzeit durchlebst. Behaupte ich jetzt, bei der Inge stimmt diese Aussage nicht. Was dich noch nie interessiert hat, ist das, was du in Wirklichkeit selbst bist. Das hat die Inge schon immer interessiert. Über lange Strecken. Muss ich jetzt sagen, bei der Helene, vor Holofeeling nur sehr rudimentär, nur so gering. Da hat so viel mit Kinder und Haus und Zeug und Wahr gegeben, aber bei der Inge war das, die hat zwar auch, aber die war schon in jungen Jahren, ist sie von einem in eine Schule über Astrologie, über deine Alchemie hingelaufen und studiert, die ist da schon wesentlich immer am Suchen im tiefsten Innern gewesen, was das ist. Das ist auch Selbsterkenntnis. Es geht jetzt übrigens auch wieder zwei Seiten nicht. Es geht hier nicht um besser und schlechter. Das ist einfach Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis, jetzt in diesen zwei Charakteren, die ich mir ausdenke, das war in der Inge schon immer drin, in der Helene ganz massiv, aber nicht die ganze Zeit. Später, aber das ist wurscht. Ja. Es muss dann irgendwann einmal passieren. Großes Aha war wie das erste Mal, war jetzt erst der Toni, aber wie du in Almena warst. Da habe ich genau gesagt, da hat es bei dir dann geschnackelt. Den Weg musst du alleine gehen. Den musst du alleine gehen. Das war der Satz. Das ist ein ganz intimes Spiel. Leben ist ein intimes Spiel, das ich mit dir als träumenden Geist spiele. Das spielen nicht die Figuren, die wir uns ausdenken. Es wird natürlich immer, du schaust immer wieder, was du für Vorstellungen machst, aber mach dir wirklich bewusst, was du bist. Du bist immer. Du wirst das, was du bist, was du nicht vernichten können oder loskriegen, das ist dieses Nicht-Denkbare. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Habe ich mich jetzt, ich, rot geschrieben, habe ich mich im Laufe meines jetzt ausgedachten Lebens verändert? Was sich verändert hat, ist nur mein Denken. Meine Vorstellung von dem, was ich zu sein glaube, hat sich verändert. Aber ich, der es erlebe, hat sich an mir was verändert. Das ist kein ESO-Geschwätz, ich kann das nicht oft genug sagen. Es ist die Figuren, prinzipiell alle Figuren, die in dir auftauchen, sind vergängliche Existenzen. Ich sage immer, alles Lehrer, die dir zeigen, wie man es nicht macht. In ihrer Scheinheiligkeit. Genau. Da meine ich jetzt die aufgeblasenen hier Religionsmanager, genauso wie die scheinheiligen Demütigen, die hier sich in Sack und Asche gleiten, sich geißeln. Ja. Sie versuchen alle irgendwie was zu erreichen, was sie schon sind. Ja. Es sind Gedanken, es sind einfach Gedanken von einem selbst. Von einem roten Selbst, das man selbst ist. Das ist Bewusstsein.
Ansonsten immer an meinen einfachen Satz denken. Betrachte dein jetziges Leben wie das Wetter. Das verändert sich ständig, es kommt und geht. Mal so, mal so. Sonnenschein, Regen, Nebel, Schnee, Graube. Du hast null Einfluss drauf und es kann dir wurscht sein. Genau. Es ist einfach, schau, wie es ist. Und du musst dir keine Gedanken machen, es wird wieder anders. Und jetzt, wenn du noch chronologisch denkst, haben wir halt wieder den Wechsel, bis du dann wirklich den Sprung in die Mitte machst, dass du immer sagst, das, was ich mir vorstelle, ist im selben Moment die andere Seite da. Seite. Jetzt kommen wir in das Kugeldenken. KGL. Wüstenhitze am Äquator. Aqua. Das war's. Und arktische Kälte. Südpol, Nordpol. Pol. Die Verbformen. Jetzt sind wir wieder im Tun, Machen, Handeln. Die Tatsachen, die Fakten. Es ist alles, was du denkst, ist de facto in dem Moment, Moment, ein Fehler, weil du es dir ausdenkst und es ist genauso, wie du dir es denkst. Ja. Und die Ursache dafür ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und da benutzt du halt bloß einen Mini-Intellekt im Vergleich zu den ganzen intellektuellen anderen Perspektiven, die du auch benutzen könntest, wenn du sie nicht bekämpfen würdest oder wenn sie dich interessieren würden. Aber lebt man nicht das ganze Leben in dem Wahn, man hätte den richtigen Glauben? Und warum ist es so? Weil es einem logisch erscheint. Die Logik. Die Logik ist eine Falle. Eine einseitige Logik. Der Logos nicht. Ja, ja. Der Logos, der wirkliche rote Logos, ist die. Es ist wieder wie ein Chat mit unendlich vielen verschiedenen perspektivischen logischen Systemen. Und das wirst du deinen Gedanken niemals beibringen können. Es reicht, wenn du selber zu verstehen beginnst. Danke für dieses Geschenk. Es ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk, das du dir selber machst, weil ich ja du bin. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Aber wenn ich sage, ich bin du, meine ich natürlich nicht, der Udo ist die Helene oder der Udo ist die Inge oder der Udo ist der, der jetzt vom Computer sitzt. Ich behaupte, dass ich der bin, der sich das jetzt ausdenkt. Bist du schon ich? Bist du schon der, der ganz bewusst sich jetzt bewusst weiß, was er jetzt denkt? Du siehst es ja. Und dann wirst du merken, dass das JCH und das ICH, ja, ich bin auch der, der vom Bücherregal steht, aber zurzeit bin ich bloß der, der in ein Buch reinschaut. Genau genommen schaust du nicht einmal in das Buch rein, weil dann wäre das Buch ein Chat, sondern du schaust jetzt in dem Buch genau auf der Seite und machst jetzt den Moment, dass jetzt gerade in dem Buch die Stelle ist, dass du dir dieses Video anschaust. Aus dem Wertesystem, aus den Augen heraus, von dem Körper, den du dir jetzt vor, jetzt bewusst vor dem Monitor hin denkst. Du schaust aus diesen Augen raus. Jetzt denkst du dir deine zwei Augen vor dich hin. Jetzt ist wieder Sache, wenn du Brille auf hast, die sieht jetzt, kann jetzt den Brillenraum in sich denken. Das ist die VR-Brille. Das kann die Helene nicht, weil sie keine Brille auf hat. Es sind aber nur, es ist der, der schaut, ist derselbe. Es sind nur zwei verschiedene Programme, zwei verschiedene Vorstellungen, wer ich bin, erzeugt zwei verschiedene Körper. Das Prinzip bleibt aber immer das Gleiche. Aber was vor allem absolut dasselbe dabei ist, ist der Geist, der aus diesen verschiedenen Köpfen rausschaut, je nachdem, welches Programm, welches Buch er zurzeit in der Hand hält. Da war jetzt wieder alles drin gesteckt. Und das solltest du dir immer und immer wieder anhören. Und dann kommt das Verrückte, wenn man jetzt das keine Zeit gibt, zurückblättert und man hört sich jetzt aufgrund der Zeitangabe, der Adresse, wie ich das nenne, ein Video von 1999, Video hat es ja da noch nicht gegeben, irgendein Gespräch auf eine Audioaufzeichnung an. Das ist das, wo dann die Entsetzten, die sagen, du hast das ja schon vor über 20 Jahren. So ist es. Komplett in denselben Worten. Jetzt kommt dann wieder in der Altersweisheit, das ist der Wahnsinn, wieso? Wieso hört sich das jetzt ganz anders an mit Mitte 70, mit 80, wie mit 60 oder mit 50, weil du jetzt in den Wechseljahren in die Phase des Verstehens kommst. Ja. Ich war raumzeitliche Geschichte, ich war gestern beim Jan und bei der Ariane, da sind wir wenn spazieren gegangen, ich habe das letzte Mal erwähnt, weil gerade Jan ist ja so Musterbeispiel im Weißenbuch-Vortrag immer mit 20, wo ich immer gesagt habe, du kannst jetzt so viel Intellekt machen und Bücher schreiben und rumspielen, was jetzt unser Moritz auch macht. Ich sage, es wird dir nicht der Sport bleiben, wenn du nicht mindestens 40 bist. Ja. Was du das Wesentliche, um was mir geht, überhaupt nicht verstehen können. Aber das wirst du von alleine im Jetzt werden, ja. Im ewigen Jetzt.
Und wir hatten so schöne Gespräche, dass ich wirklich immer wieder sage, Jan, jetzt gehen die ersten Ansätze des Verstehens los, das noch weit von dem Frieden ist, wo jetzt eine Helene hat und wo die Inge langsam kriegt. Aber dass er das Wesentliche hat, sagt Jan, und wenn du jetzt zurückgehst, diese vielen Gespräche, die wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, vor über 20 Jahren, so, ich hätte dir damals genau dasselbe erzählen können und ich habe über Strecken dasselbe erzählt. Aber jetzt fängst du langsam zu verstehen, um was es wirklich geht. Es geht nicht um intellektuelle Vielwisserei. Es geht um das, was du bist. Es erschüttert einen zutiefst und man kriegt so eine tiefe Demut gegenüber dieser göttlichen Schöpfung. Und ihr wisst, ich sage immer wieder, du darfst bei normalen, gut erzogenen Menschen das Wort Gott gar nicht im Mund nehmen. Weil dann wirst du nochmal für Volknummer. Dann bist du Spinner, religiöser Spinner. In was für einen Wahn lebt eigentlich der Materialist? Gar keinen Wahn, der ein Materialist keine Wahrnehmung macht. Genau. Ein Materialist ist ein Computerprogramm. Es ist einfach nur eine tote KI, ein Zombie. Lass die Toten ihre Toten begraben. Also was willst du retten? Menschheit, Körper. Dich selbst musst du nicht retten und das, was du dir ausdenkst, kannst du nicht retten. Ja. Wenn man retten meint, am Leben erhalten, dann kannst du es immer wieder wiederholen. Aber dann bist du Hamster in einem Laufrad, dann bist du in einem, denke ich, grüß das mal mit dir, Film. Die wirkliche Zeit spielt keine Rolle. Nochmal, Zeit auf Hebräisch, wir haben verschiedene Wörter für Zeit. Das erste Hauptwort ist Et. 70-400. Und das steht, blau gelesen, für eine augenblickliche Erscheinung. Zack, Bild, 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 Bild. Facette, 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 Facette. Puzzlestückchen, die man einzeln betrachten, die aber in der Datei eine Einheit bilden. Das ist das eigentliche Bild im Kind. Und die Bild-R, die mir RW-Ecken, sind Augenblicke. AGN wiederum heißt ja Becken, blaue Ecken. Das sind diese Ecken, wo wir uns reinfokussieren, ausgedachterweise. Aber das Schöne immer wieder, wenn ich diese Drehungen mache, dass wir in eine Sphäre gehen, ist definitiv diese Richtung. Das ist übrigens das, was man dann in der Physik den Impuls nennt. Da habe ich das Skalarfeld, da habe ich angesprochen, ganz kurz. Ein Skalar ist nur ein Zahnwert. Jetzt pass auf, jetzt machen wir wieder unseren Spiegeltunnel. Das heißt, wir haben das eine Lämpchen, das wird durch Divisionen zu vielen Lämpchen, die wir uns vorstellen. Wenn du jetzt einfach zwei Spiegel nimmst, über die Kante einen Spiegel reinstellst. Und wenn du jetzt hier in dieser Reihe das 10. oder das 20. Lämpchen anschaust, dann wäre das Skalar die 20 und die Richtung wäre das, wenn wir jetzt den Tetraederspiegel machen, kann ich hier den Blickwinkel noch verändern. Aber wir wissen, wenn wir uns jetzt darüber erheben, Betonung liegt nicht auf oben, sondern auf der Herr ist eben. Herr eben. Darüber erheben, das Erwachen. Ist es definitiv so, da ist ja nur ein Licht. Die Reihe, die Spiegelwahrnehmung, sind Illusionen. Das ist die Metapher, die ich in einen Traum einprogrammiert habe. Das heißt, die Lichter sind die Visionen von dem einen Licht. Wenn du jetzt aber vergessen hast, dass du das Licht bist, siehst du viele Lichter vor dir und sagst, das bin ich nicht. Wenn wir das Ganze uns in der dreidimensionalen Tetraederstruktur denken, hast du zuerst einmal einen Blickwinkel, dann hast du ja auch eine Reihe von Lampen und die Lampe, wenn wir jetzt durchnummerieren, das sind die Skalare, das ist nur der Wert. Wir brauchen aber dann einen Richtungsimpuls dazu. Impuls wiederum, im, wissen wir ja, innen ist das Meer, Yom im Hebräischen, Yod Mem. Ja. Und Puls, könnte ich jetzt hebraisieren und wir bleiben bei dem lateinischen Wort Puls, heißt einen B-Rei schlagen. Und B-Rei heißt im Kopf des Schöpfergottes sind logische Lagen. Das sind die Schichten, Shin Ich. Lauter logische Ich. Ich, ja. Ich bin die Helene. Ich bin die Inge. Erinnerst du dich noch an das Gedicht, was ich dir mal vor 20 Jahren geschrieben habe? Liebe Inge, du bist alle Dinge. Ja. Ja. Und dann ist ja so interessant, die Inge Schmidt, ein Allerweltsname, schreibt sich ja
Shin Mem I. Jetzt wissen wir, Shin Mem für sich alleine ist zum einen Dot, heißt ja. aber auch der Name, das J am Ende, Shin Mem als Shem I heißt mein Name. Und DT an dem Schmidt am Hinten, da stecken die Daten mit drin, heißt Glaube. Rot gelesen, mein Name ist Glaube. Stimmt. Und wenn ich sage, du musst an mich glauben, heißt es eigentlich, du musst an dich selbst glauben und an keinen anderen, weil ich nämlich du bin. Ja, genau. Nomen ist Omen. Mhm. Auf den Kienberger Helene müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, auf meinen Don I. Da müssen wir in das Chinesische gehen, weil da ist Kien dann der Berg. Mhm. Ja. Das ist immer wieder die drei durchgehenden Striche, die Trinität. Es ist sehr vielfältig. Alle Glauben fallen in einem einzigen Glauben zusammen. Ja. Dasselbe wird jetzt natürlich auch mit deinen Namen, den du dir gibst. Ich meine, jetzt gehen Brösel, der jetzt vom Computer sitzt, wer auch immer du zu sein glaubst, dasselbe passiert mit deinen Namen. Mhm. Du hast einen ganz, ganz besonderen Namen. Auch wenn es ein Allerweltsnamen ist. Da kommt jetzt wieder die verborgene Harmonie der Dinge. Das ist wie bei meinem UP. Kann sich der Brösel Uder das raussuchen, dass er UP ist? Das aufgespannte Wissen von verbundenen Weisheit? Dass ich, wieso weiß ich das alles? Weil ich mich ganz bestimmt bewusst reingeschrieben habe in die Rolle. Es ist auch immer zu Bewusstsein gehört Unbewusstsein. Mhm. Systemrelevanter Parameter und system nicht relevanter Parameter. Mhm. Es gibt nichts, was sinnlos wäre. Mhm. Es gibt nichts Böses, nichts Schlechtes. Es gibt die Definition, die einseitige Definition von Qualitäten. In einem Heiligen Reich ist es aber nur nötig, um Geschichten aufzubauen. Mhm. Es ist wie ein Liebesfilm, dass ich selbst auch ein Liebesfilm, wenn es da nicht am Anfang Missverständnisse gibt, wo ich immer sage, am Anfang sind sie getrennt und am Schluss kriegen sie sich. Nichts anderes ist bei uns zwei jetzt der Fall. Du Geist denkst dir jetzt dich aus und einen anderen aus, wie auch immer der andere ist. Am Anfang seid ihr getrennt und am Schluss seid ihr wieder eins. Dasselbe träumende Geist. Mhm. Und wer bestimmt jetzt, wenn du der träumende Geist bist, wer du zu sein glaubst und wer du nicht zu sein glaubst, jetzt sind wir wieder bei deinem Intellekt, den du zu durchschauen hast. Das ist, ja. Das ist das, was das Leben ausmacht. Wir brauchen diese Unterschiede. Es ist immer wieder, das ist doch so unendlich simpel, rein begreifen, träumen ist, was erleben dürfen. Und was erleben kann ich nur mit Unterschieden. Egal, was es für ein Film ist, ein Kriegsfilm, ein Liebesfilm, selbst in den Liebesfilmen brauche ich zuerst die Trennung, dass man sich am Schluss kriegt. Und die Freude ist immer in der Verbindung. Ja. Frieden, Prieden. Mhm. Die Frucht des Paradieses. Paradieses. Aber Paradies, Para heißt schon wieder das Paradies. Paradies ist der Dach, der um dich herum ist. Mhm. Obwohl er dann doch in dir drin ist. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was ich widerspricht, eine vollkommen neue Qualität erzeugt. Erst wenn man das wirklich in der Tiefe zu verstehen, Ehe beginnt. Und interessant ist ja, immer wenn man jetzt in die Etymologie, ich erspare mir das, ich habe das oft angesprochen, das Wort Ewigkeit und Ehe, es kommt aus derselben Radix. Das heißt, das H wird eigentlich ausgewechselt in der W. Ja. Wir können natürlich jetzt die zwei E in der Ehe zu He machen. Schon wie der Name sagt, He. Dann habe ich He, He, in der Mitte einer W, dann kriegst du den HBH. Darum ist auch immer wieder in deinen räumlichen Vorstellungen, denkst du dir jetzt erst einmal eine Breite. Jetzt ist es nämlich Berei, hast im Schöpfergott, im Kopf des Schöpfergottes. Berei oder im Spiegel. Ich denke mir jetzt erst einmal eine Breite und dann denke ich mir eine HBH, eine Höhe. Jetzt sind wir aber erst in der Fläche. Mhm. Das, was jetzt vor uns ausgedacht, in der Tiefe, jetzt ist die Tiefe vor mir, ist nicht die Tiefe unter mir. Du merkst, du kannst es austauschen. Die Wörter sind so unvollkommen. Ich sage, es wird so sein, wie du dir es denkst. Es ist wie mit dem Wort Krebs. Ja. Und was denkst du bei dem Wort Krebs? Das ist bei so vielen Worten. Was denkst du bei dem Wort Konzentration? Konzentrationslager. Es ist doch der schönste Ort der Welt, wenn sich alles konzentriert auf einen einzigen Punkt.
Das Konzentrationslager nur einseitig auszulegen, nur negativ auszulegen, ist wie wenn du jetzt bei dem Wort Krebs bloß an eine Krankheit denkst. Es ist Entheiligung von Worten. Das ist das Hauptproblem, dass der normale Mensch nur entheiligt denkt. Der ausgedachte normale Mensch. Ja. Der Enosch, das sterbliche Säugetier bei eigener Definition. Das bist du nicht. Das ist ein Gedanke, den du dir denkst. Und ich sage, ist es schon schwer zu verstehen, dass ein bewusster Denker doch was anderes ist wie ein Gedanke? Wieder unsere zwei Seiten. Man ist dann immer wieder bemüht, es irgendwelchen Mitmenschen beizubringen. Geht nicht. Du kannst deinen Gedanken nicht erklären. Ich mache es bloß wieder so. Da beginnt die wirkliche Weisheit. Ja. Das Possenspiel, das man selber spielt, in dem Wahn Recht haben zu wollen. Sich am Leben erhalten zu wollen. Das, was man zu sein glaubt, am Leben erhalten zu wollen. All das, was jetzt abläuft mit Corona. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es geht nicht um irgendeine Parteilichkeit, ob du dafür oder dagegen bist. Das ist immer das Anstreben von einseitigen Zielen. Genau. Was aber viel wichtig ist, dass im Hintergrund eins ganz gewaltig mitspringt. Macht gibst du Menschen, indem du dir vor irgendjemandem Angst machen lässt. Und all die ganzen Befürworter der Mainstream-Medien ist ein einziges, eine Scheißdrecksangst, dass an meinen heiligen Körper was hinkommt. Dass mir was passieren könnte, zumindest das dir, das ich zu sein glaube. Ja. Das du sowieso nicht am Leben erhalten kannst. Du entlarvst dich, wenn ich jetzt weiß, die Larve ist ja eine Persona. Du entlarvst dich selbst als geistloser Gedanke von dir selbst, solange du dich mit dem verwechselst, was du zu sein geglaubt hast bis jetzt. Immer dran denken, der Glaube ist AOB, die Beschwörungskunst. Leid beginnt, indem du Meineide schwörst. Und dein ganzes intellektuelles Wissen besteht zu 99,9% aus Meineiden, wenn du das beschwören müsstest. Kannst du beschwören, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht? Kannst du das beschwören oder sind das logische Konstrukte, die du einfach dir vorstellst, weil man dir das erzählt hat? So irgendwelche, denen du dein volles Vertrauen schenkst. Kannst du beschwören, dass du angeblich von einer Trockennasen-Evin in der Vergangenheit geboren wurdest? Beschwören solltest du nur noch das, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast, jetzt, den du dir ausdenkst. Alles, was du nur logisch konstruierst, sind Meineide. Habe ich so oft gesagt, wenn du vor Gericht stehst und du sagst, ich glaube, das war so und so, dann sage ich als Richter zu dir, mich interessiert nicht, was du glaubst, sondern mich interessiert, was du erlebt hast. Hast du es gesehen, hast du es erlebt oder blabberst du nur was nach? Dann beschwöre, der hat mir erzählt das. In dem Buch habe ich das gelesen und in dem Buch habe ich das gelesen. Und dann sage ich zu dir, du hast Worte vor dir gehabt und hast aus den Worten einseitige Vorstellungen in dir aufgebaut. Das kannst du beschwören, aber nicht, dass die Vorstellungen, die du jetzt aufbaust, unabhängig von dir existieren oder schon da waren, bevor du sie gedacht hast. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles Leid, das du erleben durftest, kann man jetzt natürlich auch vielfältig sehen. Ich erlebe ja auch Leid, wenn ich zum Beispiel einen Horrorfilm mir anschaue. Das könnte ich wieder sagen, zwingt mir einer, dass ich einen Horrorfilm anschaue oder einen Krimi anschaue? Dann darf ich aber auch nicht die Bibel lesen. Das ist auch Horror, ja. Ja, wenn ich dir sage, der grausame Jahwe, ist ja ein Fanatiker. Gibt auch übrigens Bücher, wo drin steht, Jahwe ist ein ganzer Böser. Musst du doch bloß deine Bibel lesen. Der befiehlt ja dem Volk, wenn sie über den Jordan gehen, dass sie die und die Völker zuerst einmal ausrotten sollen. Erklärt sich ganz anders, wenn man das richtig lesen tut. Ja. Dass das, was jetzt angeblich Völker sind, die jenseits des Jordans sind, wo man in das gelobte Land reingeht. Das wird erst der gelobte Land, wenn du diese Völker alle ausrottest. Und dann schaust du dir die hebräischen Namen nach und dann wirst du feststellen, dass das alles nur, ich sage mal, einseitige Charaktereigenschaften sind. Die Schwätzer sind das Erste, was du erschlagen sollst. Ja. In deinem Geist. Da kommt die wirkliche Weisheit, kommt dann von dem Österreicher Geißler. Schlag sie alle tot. Das Liedchen. Ist das grausam oder ist das Weisheit? Aber du kannst doch nicht was totschlagen, was schon tot ist. Ja.
Es sind einfach nur Wellen. Dann würdest du die ja wieder eben machen. Das würde dann wieder heißen, schlafen ohne zu träumen. Totes Meer. Geht es dann überhaupt das tote Meer? Weißt du, es ist immer in der ausgedachten Polarität. Gibt es eigentlich einen Traum ohne träumenden Geist? Die Frage beantwortet sich von selber. Aber viel interessanter ist die gespiegelte Frage, was ist eigentlich ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Merkst du, dass wenn wir eine Seite wegmachen, die andere sich automatisch auflöst? Sich zusammenfällt. Der träumende Geist und sein Traum, beides ist schon was Ausgedachtes. Ja. Der Gott und seine Welt, die Gott erschafft, ist nichts anderes. Aber wer denkt sich das aus? Wer denkt sich diese Welt aus? Und das sind dann unsere 5 Stufen. Stufen. Jetzt lassen wir es aber dann gut sein. Wird es wieder zu lang. Danke, danke. Ich sage immer bis gleich. Wir spinnen auf ein Runde Leben. Meine ganze Liebe in dich.